Das literarische Quartett kommt heute aus München. Es nehmen teil, wie üblich, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Profil, Wien, Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen. Und unser Gast heute ist Iris Radisch. Iris Radisch hat Germanistik in Tübingen und Frankfurt studiert, dann als freie Journalistin gearbeitet und seit bald 3 Jahren ist sie in der Feuilleton-Redaktion der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Vor etwa 3 Monaten hat sie die Leitung des Literaturteils der Zeit übernommen und vor allem wurde sie in der literarischen Welt bekannt durch eine Anzahl von größeren Kritiken über zeitgenössische deutsche Autoren. Heute werden wir über deutsche und über einen englischen Autor auch reden. Zunächst Hertha Müller. Der Roman von Hertha Müller ist ihr 4. oder 5. Buch. Sie kommt aus Rumänien, Deutsch ist ihre Muttersprache. Sie hat bereits in Rumänien zu publizieren begonnen. Vor etwa 5 Jahren ist sie in die Bundesrepublik gekommen, hat einige Bücher veröffentlicht, die viel Aufsehen erregt haben, autobiografische Bücher. Und jetzt diesen neuen Roman mit einem so langen Titel, dass ich ihn aufschreiben musste. Der Fuchs war damals schon der Jäger. Dies Buch spielt ebenso wie die vorangegangenen in Rumänien, zeigt das Leben unter der kommunistischen Diktatur. Wodurch sich das Buch vor allem auszeichnet, ist die Technik, die Komposition des Buches. Es besteht aus sehr kurzen Abläufen, kurzen Episoden. Sie setzt immer wieder neu an. Und es ist der Versuch einer Darstellung des Lebens in kommunistischen Rumänien mit realistischen Mitteln, die sofort immer überhöht werden. Es versucht, die Autorin immer wieder ins Poetische zu gehen, eine poetische Darstellung zu liefern. Natürlich gemeint ist der kommunistische Staat schlechthin. Es könnte ja beinahe ähnlich in einem anderen Staat, in Polen oder in Bulgarien, spielen. Das etwa ist die Technik des Buches, diese kurzen Abläufe. Die Frage ist, was taugt nun das Buch? Ja, es ist keine ganz einfache Lektüre. Ich gebe zu, dass ich Schwierigkeiten hatte einzusteigen, auch öfter ausgestiegen bin. Aber wie ich mal drinnen war, und das war dann vielleicht so ab Seite 100, habe ich es eigentlich mit zunehmendem Interesse und auch zunehmender Spannung gelesen. Ich glaube auch, dass das Buch, je länger es währt, desto konziser, desto komplexer und desto reicher wird. Ich habe es eigentlich dann sehr geschätzt, muss ich sagen. Ich finde, es ist ein sehr gelungener politischer Roman. Es ist wahr, dass er mit poetischen Überhöhungen arbeitet. Die halte ich aber in diesem Zusammenhang für realistisch, weil durch diese poetischen Überhöhungen wird eine Atmosphäre der Bedrohung sozusagen live in dem Roman erzeugt, die real war, die für die Menschen, die dort lebten, mit Sicherheit real war. Deshalb glaube ich auch, dass das ein sehr... Ja, dass diese poetischen Bilder ein sehr taugliches Mittel sind, gerade um eine politische Atmosphäre zu erzeugen. Also es fehlt für mich noch eine entscheidende Kennzeichnung des Romans. Er ist nicht ein Roman über eine kommunistische Diktatur in Rumänien, sondern er ist ein Roman, der in einer Hälfte, in der entscheidenden, in der kommunistischen Diktatur und im Ende nach der kommunistischen Diktatur spielt. Und das Wichtige dieses Buchs ist, dass es eigentlich feststellt, dass sich sehr wenig geändert hat. Das ist das deprimierende Fazit. Es gibt sehr schöne Stellen. Der Fabrikdirektor ist jetzt der Pförtner ist jetzt der Vorarbeiter ist jetzt der Direktor. Also es kommen die zweiten Chargen an die erste Stelle und man weiß, es wird sich eigentlich nichts ändern. Das ist das eine. Das zweite, ich glaube, es ist überhaupt kein Roman. Es wird auch von dem Verlag schon in den Ankündigungen sehr vorsichtig gesagt, man soll nicht voreilig aufgeben, die Geschichte käme relativ spät. Sie hat ja einen Film über die Geschichte gemacht. Die Geschichte lässt sich in 3 Sätzen erzählen. Zwei Freundinnen, die eine ist Lehrerin,
die andere Ingenieurin in der Fabrik. Die Ingenieurin in der Fabrik verliebt sich in den Geheimdienst, in den Securitate-Mann, der die andere, die Lehrerin, überwacht und ihre Freunde. Und darüber zerbricht die Freundschaft. Nach der Revolution geht dieser Securitate-Mann nach Wien, also es passiert da gar nichts. Die Freundin hat immerhin die Lehrerin gewarnt, sodass sie vor dem Geheimdienst aufs Land fliehen konnte. Das ist das Thema. Daraus hat die Autorin einen Film gemacht. Und das Buch ist eine spätere Form zu dem Film. Wenn man jetzt ganz beckmesserisch sagen würde, wo ist denn nun dieser Roman? Der spielt sich in den letzten 20 Seiten vielleicht ab. Trotzdem, obwohl das Buch diesen Roman schuldig bleibt, war das Buch für mich in einer Hinsicht sehr aufregend. Es war für mich die genaueste Schilderung der Trostlosigkeit des Lebens in den ehemaligen Ostblockstaaten, in so vorindustriellen, halbindustriellen, zu schnell industrialisierten Staaten mit einer furchtbaren Schlamperei. Alles ist verrostet, die Menschen sind verrostet, die Werkzeuge, alles ist verschlammt, alle Beziehungen sind verkommen. Und dieses Bild gibt sie sehr schön. Stören tut mich etwas anderes, nämlich stören tut mich die vielbeschworene Poesie. Die Poesie geht mir furchtbar auf die Nerven. Ich will nur ein Beispiel sagen. Es heißt da beispielsweise vom Diktator, der ist immer auf Glanzpapier in den Zeitungen, was glänzt, sieht. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Das ist seine Stirnlocke. Ja, das ist ganz einfach. Sie sieht, aber eine Stirnlocke sieht nicht. Verzeihung, Herr Karasek, Sie haben gesagt, Sie finden das Buch interessant und gut, ja, nur das Poetische stört Sie. Die aufgesetzten poetischen Stellen. Ja, das ist so, wie wenn Sie sagen würden, das Parfum ist vorzüglich, aber leider riecht es schlecht. Nein, nein. Denn die Poesie ist da, die von ihr intendierte, die angestrebte Poesie ist auf jeder Seite. Nein. Sie lässt uns nicht in Ruhe mit ihren poetischen Metaphern. Ich kann nicht ein Buch für gut halten, dessen richtig. Sprache so schlecht ist. Es ist nicht nein. richtig. Die poetischen Metaphern, lassen Sie mit Herrn Karasek. Die poetischen Metaphern leiten jeden Abschnitt ein. Und dann lässt sie sich manchmal, Gott sei Dank, von der Wirklichkeit dazu überreden, auf die Poesie zu vergessen. Ja. Gut. Nein, also Einspruch in mehrfacher Hinsicht. Zum einen muss ich Ihnen ganz scharf widersprechen, dass es eigentlich nur um die Handlung ginge, also um dieses bisschen Liebesgeschichte, dieses bisschen Securitate-Offizier. Diese Handlung gibt es, aber das ist nicht nur... Die Handlung ist das Unwesentlichste. Das, was, und leider was von, muss man dem, viel zu von lange dem Film warten. Ist, ja. auf diese muss man zu lange warten. Ja. Aber wenn man die Handlung übersieht, die unwichtig ist, dann ist es eine gute Beschreibung. Gut. Also die Handlung dann sind wir uns einig. Die Handlung ist sicherlich das Unwichtigste an diesem Buch. Viel wichtiger ist in der Tat diese komisch-poetische Sprache und ist zum Beispiel auch diese Stirnlocke, die sozusagen in einer Metapher einmal die Atmosphäre der Bedrohung, die in dem ganzen Buch ist. Ja. Das Buch ist eine einzige Erstarrung. Es geht überhaupt nicht darum, dass da irgendwelche Leute bespitzelt werden, sondern es geht um den Zustand der Bespitzelung, den Zustand der Erstarrung in einem Land. Es ist ein merkwürdiges Buch, wie ich sehe. Es ist ein Buch, in dem die Handlung völlig unwichtig und erst am Ende ist. Und davor alles ist durch die Sprache getragen, die aber leider schlecht und komisch ist. Das ist eine total polemische Zusammenfassung. Ja. Ich glaube, so geht es nicht. Ja. Ich halte es auch für richtig, dass dieser Roman nicht versucht, psychologisch zu sein. Also zum Beispiel die Psychologismen des Verrats oder der Bespitzelung darzustellen, sondern dass er einfach nur versucht, die Oberfläche darzustellen. Und die Oberfläche wird sehr oft, das ist vielleicht ein bisschen monoton, in diesen reinen, einfachen Hauptsätzen aneinandergereiht. Nachdem es aber eine Gesellschaft ist, in die vollkommen in Monotonie versinkt, eine Mangelgesellschaft, wo von nichts wirklich genug da ist, ist es, glaube ich, vollkommen legitim, dass man diese Oberfläche in dieser monotonen Weise beschreibt, es stimmt auch, dass es trotzdem so ist, dass dieser Zustand der Bespitzelung sehr treffend geschildert wird. Den kann man auch von der Sprache loslösen. Man kann zum Beispiel schildern, wie dieser Geheimdienstmann jedes Mal die Wohnung betritt und zwei Zeichen hinterlässt. Mhm. Er schneidet dem Fuchs, der da liegt, ein Bein ab und eins nach dem anderen. Man rechnet, wann wird der Kopf abgeschnitten, wann wird er zuschlagen. Ja. Und er pinkelt jedes Mal in die Toilette, ohne zu spülen, und wirft da eine Kippe oder irgendwas rein. Und das sind zwei wichtige Zeichen dafür,
Aber transportiert er das, was Sie alles gesagt haben, dank der Sprache oder trotz der Sprache? Ich glaube, er bringt eine Sprache. Dank der Sprache. Nein. Mit großer Präzision und mit einer großen Detailtreue. Ja. Schon allein, dass das ein Land ist, wo es keinen Kaugummi gibt, wo die Leute andauernd Sonnenblumenkerne spucken. Ja, das ist in Osteuropa überall üblich. Ja, das ist aber ich möchte solche genaue Beobachtungen in einem Roman lesen. Sehen Sie. Und das liefert die Hertha. Eins anfügen, es kommt noch etwas dazu. Die Bedrohung wird nicht nur durch Männer ausgelöst, die Sonnenblumenkerne ins Klo spucken. Diese Bedrohung ist überall, die ist in der Natur. Die Natur ist eine Waffe, die Bäume sind Messer, die ist in den Tieren, selbst die Tiere bespitzeln die Menschen. Also es ist eine Expressionismus schon gehabt, wie böse die Bäume sind und die Straßen und die Wege. Das macht die Sache deswegen schlechter und weniger falsch. Ja. Hier hat was ganz Wichtiges doch Frau Löffler gesagt. Sie sagen, Sie können da vieles erfahren über die Zustände in Rumänien und so weiter. Darf ich Ihnen etwas anderes empfehlen? Dringend. Über die Zustände in Rumänien, die früheren Bücher von Hertha Müller. Denn Hertha Müller ist eine ernste Schriftstellerin, die gute Sachen geschrieben hat und die sich hier von irgendjemandem, vielleicht von einem bösen Verleger, ich weiß es nicht, verführen ließ, nach einem Film, den sie gemacht hat, nun noch den Roman hinterher zu schreiben. Es gibt dafür übrigens ein schönes Indiz. Ja. Eine der spannendsten Stellen in dem Buch, diese Karussellgeschichte, wo kommunistische Funktionäre auf ein Karussell gesetzt werden und der Karusselldreher hat ihnen gesagt, es ist nicht mehr viel Öl drin in einer eiskalten Nacht und er geht weg und sie erfrieren. Die kommt schon in ihren frühen Erzählungen. Sie hat sich selber auch noch geplündert bei den besten Stellen. Ja. Also sie musste diesen Roman sogar noch auffüllen. Die Stellen, die gut sind, die waren schon früher Das ist ein schönes Bild. Ich habe nichts dagegen, dass die Bilder sich wiederholen. Haben ja andere Schriftsteller auch getan. Ich möchte nur eins sagen. Diese Hertha Müller hat in schönem, klarem Deutsch ernste Bücher geschrieben. Und sie hat jetzt ein Buch in schrecklichem Deutsch mit poetischen, schiefen Bildern und zwar auf jeder Seite. Auf jeder Seite. Sagen Sie mal eins. Ich denke nicht daran. So eine Behauptung darf man nicht ohne Beweise in die Welt setzen. Das können wir nicht. Es ist ganz schrecklich, was sie tut. Und sie gibt diese kurzen Abläufe. Ist ja ihr Recht. Warum nicht? Meiner Ansicht nach ergeben sie nichts. Vor allem nicht im Vergleich mit ihren früheren Büchern. Aber wir müssen uns in Sachen Hertha Müller, von der ich in diesem Buch über den kommunistischen Staat nichts erfahren habe, was ich nicht schon gewusst hätte. Sie wissen sehr viel darüber, aber nicht alle wissen so viel. Ich habe aus manchen Büchern doch was Neues auch über den kommunistischen Staat erfahren. Also, da haben wir den Engländer Julian Barnes. Ach, die Hertha Müller schon erledigt. Wir müssen weitergehen, das Leben ist kurz. Sagen Sie, was in dem Barnes drin steht. Also der Barnes ist auch ein Roman über den, ich möchte übrigens in einen winzigen Punkt noch, ich glaube, die Hertha Müller lässt sich nicht übertragen auf andere Staaten. Sie ist sehr konkret auf Rumänien geschrieben, während der Barnes, der scheinbar über Bulgarien geschrieben ist, als Parabel sich eignet. Es ist eine Geschichte, wenn Honecker jetzt in den Nachrichtensendungen auftaucht, dann fühle ich mich an diesen Roman erinnert. Es ist nämlich ein Prozess gegen einen gestürzten Diktator in einem kommunistischen Land und handelt von dem Zwiekampf zwischen dem Generalstaatsanwalt, dem neuen Generalstaatsanwalt und dem gestürzten Diktator und der Unmöglichkeit, Recht zu sprechen über eine solche vergangene Diktatur, weil in dem Moment, wo man etwas findet, was greift, spricht man vielleicht schon wieder Unrecht, weil man sich auf eine Lüge aus den Stasi-Akten da bezieht. Es ist also ein Roman über einen Prozess und ich finde, er zeigt, wie schwierig es ist, einen solchen juristische Abrechnung mit einer kommunistischen Vergangenheit zu veranstalten. Herr Karasek, Sie sagten, es könnte überall spielen. Ich glaube, Ostblock. Ja, aber der Julian Barnes hat nun wirklich ganz genau ein konkretes Modell genommen, nämlich den Schiffkopf-Prozess, und zwar bis ins Detail. Ja. Er hat den, also so viel ich weiß von ihm, auch verfolgt, hat ihn in den Zeitungen verfolgt und hat ihn also wirklich bis in den Detail genommen. Nur im Unterschied zu Müller hat er ihn entnahmt, wenn ich das so sagen darf. Er hat ihn abstrahiert, während bei der Müller wird ja noch konkret... Aber das ist
ist der Einfluss der Hertha Müller, dass sie entnahmt sagen. Ja, so sind die Verben in dem Buch der Hertha Müller. Die wollten ein Nein, das kann man so nicht stehen lassen. Er hat nur den Diktator, also Schiwkow nennt er nicht Schiwkow, aber alle anderen Politiker treten tatsächlich unter ihren eigenen Namen auf. Aber Schiwkow wird nicht genannt. Nur Schiwkow wird nicht genannt, alle anderen werden genannt. Ja, wir waren bei Julian Barnes. Ja, ich glaube, man muss dieses Buch wirklich vielleicht im Vergleich mit der Hertha Müller sehen. Und im Vergleich mit der Hertha Müller glaube ich, dass der Julian Barnes nicht gut abschneidet. Ja, bitte, sag richtig. Ich glaube, dass es von der Methode her ein Kolportage-Roman ist. Ja. Absolute politische Kolportage, was in England viel weniger ein Schimpfwort ist als bei uns. Ja. Aber wenn man es wirklich vergleicht mit dem literarischen Anspruch, glaube ich, bleibt er sehr an der Oberfläche, was auch nicht anders sein kann. Er hat mal eine Lesereise dorthin gemacht, hat mit ein paar Leuten geredet und das andere weiß er aus Zeitungen. Und so liest sich es dann auch. Und ich glaube, das Schlimmste daran ist, das sind die Momente, wo er versucht, die Gedanken des Angeklagten, also des Diktators, wiederzugeben. Und das ist nun wirklich in einer jämmerlichen Sprache, dass man sich wirklich schämt. Ist der Autor schuld oder die Übersetzer? Die Übersetzung ist nicht sehr gut, aber ich fürchte, im Original ist es auch nicht viel substanzieller. Ja, ich finde, man kriegt natürlich eine ganze Menge über die Schwierigkeiten eines solchen Prozesses mit. Das gilt selbstverständlich auch für den Honecker-Prozess. Kann man die Schuld isolieren aus dem historischen Gesamtzusammenhang? Kann man natürlich nicht und so weiter. All das, finde ich, kann man eigentlich aber auch sehr schön in einer Reportage, in einem Zeitungsartikel nachlesen. Ich frage mich, wozu brauchen wir da eine Erzählung, wozu brauchen wir Literatur? Richtige und ich glaube, dass ein großes Problem dieser Erzählung, sagen wir, ist die Perspektive. Und die Perspektive ist eine sehr distanzierte. Wir haben ja schon gesagt, er ist da kurz mal hingefahren, der hat sich das angeguckt. Er schreibt aus der Perspektive der Macht, würde ich sogar sagen. Es ist eine Perspektive... Er schreibt aus zwei Perspektiven. Wollte ich gerade sagen, Männer machen Geschichte. Der Mann, der die Geschichte gemacht hat, der ehemalige Generalsekretär und dann natürlich der Generalstaatsanwalt, der die Geschichte jetzt macht. Die beiden setzen sich auseinander, die diskutieren über die Hoffnungslosigkeit, über die Freiheit. Das ist aus der Perspektive der Geschichtsmacher, aus der Perspektive... Ja, der darf ich Ihnen helfen? Es kommt auch eine Frau. Aus der Perspektive der Leitartikler. Deswegen finde ich eben auch, das Volk übrigens, das Volk kommt nur in kurzen Zwischenrufen im Fernsehen vor. Die gucken sich diesen Prozess an und meckern so ein bisschen dazwischen. Am Anfang gibt es mal diese Demonstration der armen Hausfrauen, die nichts im Topf haben. Ja, aber die rufen auch nur noch so ein bisschen Parolen. Es gibt die sehr wichtige Perspektive der Ehefrau des Generalstaatsanwalts, die von ihm geheiratet wird, weil sie eine alte Kämpferin, Tochter eines alten Kämpfers ist und die ihm die Karriere ermöglicht hat und die angewidert ist von der Prozessführung und sich von ihrem Mann trennt. Richtig, also das kommt alles, auch, was wir erfahren, nur noch diese eine kleine Antwort, ist zugespitzt auf das Problem dieses Prozesses. Sonst erfahren wir nichts. Ja. Wir erfahren nur, was taugt die Ehefrau für diese Prozessführung. Ja. Das finde ich ein bisschen arm. Das Lustige ist, dass Sie, die alte Stalinistin, zum Teil die besten Argumente hat. Also ich glaube, dass der Roman... Ich freue mich, was ich hier höre. Das ist ja gerade alles, das wird ja alles abgenommen. Ja, Herr Karasek, was meinen Sie? Was ist noch schlecht an dem Buch? Also, darf ich diesen einen Gedanken noch... Das Interessante ist, obwohl ja der Roman antritt, den alten Machthaber zu denunzieren, er eigentlich im Laufe des Lesens immer die immer besseren Argumente kriegt. So, er tritt an, der Roman den Machthaber zu denunzieren. Völlig neu für mich. Herr Karasek, was meinen Sie zu dem? Also ich denke, dass der Barnes sehr genau wusste, was er wollte. Und er wollte eben nicht den erwarteten Roman schreiben, sagt, jetzt haben wir die Bestie im Tribunal und jetzt wollen wir sie auch verurteilen. Das wollte er genau nicht. Er wollte nämlich schreiben, dass es sehr schwer ist, die Schuld wirklich festzustellen und dass die neuen Leute genauso Schuld auf sich laden. Mhm. Also er ist nicht etwa überrascht, dass er den am Ende rechtfertigt. Trotzdem bin ich mit Frau Löffler völlig einer Meinung, dass der Roman seltsam flach auf dieser Kolportage-Ebene bleibt. Ja, ich habe mich weitgehend zurückgehalten. Aber ich freue mich, dass die entscheidenden Argumente für den Roman schon hier gesagt wurden. Ich finde diesen Roman sehr wichtig. Ich finde es eines der wichtigsten Herbstbücher. Ich finde es bedauerlich und beschämend, dass mit Ausnahme der FAZ das Buch überhaupt nicht besprochen wurde. Und ich hoffe, dass es noch zu einem Bestseller werden wird. Nur, das Erste, was man sagen muss, womit man beginnen muss, dies ist kein Kunstwerk.
Das ist kein Kunstwerk überhaupt. Wer schöne große Literatur sucht, davon ist hier keine Rede. Das ist ein rein politischer Roman, der ganz bestimmte Dinge beabsichtigt. Und es hat keinen Sinn, einen Roman aus den 30er Jahren von Arthur Köstler zu beurteilen, ob da Annäherungen an die Kolportage enthalten sind oder nicht. Ja, sie sind enthalten, aber sie waren unerhört wichtig, die Köstler-Romane. Das ist etwa, ich will nicht ganz sagen, das Niveau von Heinun von Köstler, aber das ist die Richtung. Dies ist endlich mal ein Roman über ein Thema, das sie alle nicht behandeln konnten. Hertha Müller hat es nie behandelt. Sie hat gezeigt, was mit dem Lande, wie es das Dorf aussah in jener Zeit, in Rumänien und so weiter. Hier wird eine Frage gestellt. Was waren das für Menschen, die diesen Staaten beherrscht haben? Natürlich ist diese bulgarische Parabel genauso anwendbar auf die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und dergleichen. Was waren das für Menschen? Die Frage, die Maron in ihrem Roman auf andere Weise hinsichtlich der DDR gestellt hat. Leute, die einst hochanständige Kämpfer gegen den Faschismus oder Nationalsozialismus waren und aus denen dies geworden ist. Die Verbrechen der schlimmsten Art begangen. Also nicht mit ihren eigenen Worten. Ja. Ich habe nichts erfahren, was ich über dies nicht schon längst gewusst hätte. Und ich habe nicht. Der Unterschied zwischen uns beiden. Ja, ich habe sehr viel. Ich habe nichts erfahren. Ich habe nämlich alles in Zeitungen schon gelesen. Ich habe endlich etwas erfahren. Nämlich die Figuren in dem Buch von Barnes, das keinen künstlerischen Anspruch hat, sind zunächst mal intelligente Menschen. Ja. Schon mal. Also das möchte ich mal bezweifeln, schon beim Angeklagten. Nein. Ein Angeklagter, dessen politische Analyse und sich mehrfach in dem einen Satz reduziert, alles ist im Arsch. Ja. Also bitte, ich glaube nicht, dass der Mann sich 30 oder 35 Jahre an der Macht gehalten hätte, wenn das die Qualität seiner politischen Analysen gewesen wäre. Die politischen. Er war im Büro. Es ist nun mal König sehr Uro. Ordinär manches in dem Buch. Ach, das Ordinäre ist nicht. Nicht die Literatur ist ordinär, das Leben war dort und ist noch dort zum großen Teil ordinär. Tut mir leid. Also man kann doch ein politisches Buch nicht schreiben mit dem die schärfste Argumentation ist, es wird dem Diktator Wohlleben vorgeworfen und dann sagt er zu dem jungen Staatsanwalt, und du warst auch mal in Italien und hast dir einen Anzug mitgebracht. Immer auf diesem Niveau bewegt sich die Diskussion. Karasek, so kann man, ja, so können Sie erzählen, der Faust, da wird ein Mädchen verführt und geschwängert. Stimmt, so hat Nietzsche es auch beschrieben. Ja, ist nicht ganz, es geht um einige Dinge noch im Faust. Zurück zu diesem Barnes. Er hat nicht gesagt, du hast dir auch mal einen Anzug gekauft, das stimmt eben nicht, sondern als ihm Wohlleben vorgeworfen wird, weil man anderes ihm nicht vorwerfen kann, offensichtlich, sagt er, wer bist du, der Generalstaatsanwalt? Was du geworden bist, verdankst du mir. Ich habe dich nach Italien geschickt. Dort konntest du erzogen und ausgebildet werden. Er war einmal in Turin, drei Tage, da haben sie ihn aber nicht gut gelesen. Wie lange war er in Italien? Ja. Er ist einmal mit einer Handelsdelegation hingeschickt worden Besuch und hat sich einen Anzug gekauft. Das Wesentliche in dem Buch ist, dass Leute ihn, die ehemalige Oberhaupt des kommunistischen Staates, anklagen, die alle ihre Karriere, ihre Laufbahn nur ihm zu verdanken haben. Hm. Es gibt keine Ankläger. Sie haben in der DDR was anderes. Und das ist eine Einsicht, andere, die Sie bisher nicht hatten? Bitte? Ach, das ist eine Fipp. Nein! Ach, wissen Sie, die Romane zeigen meist Dinge, die wir wissen. Die Romane zeigen, ein Junge liebt ein Mädchen und es geht schlecht aber aus. Warum haben Sie es der Hertha Müller vorgeworfen eben? Sie haben eben bei der Hertha Müller gesagt, das Buch sei schlecht, weil Sie nichts erfahren hätten, was Sie nicht schon gewusst hätten. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, was nicht in den früheren Büchern der Hertha Müller besser ausgibt. Also ich möchte eins würde ich ganz gerne noch mal sagen. Ich finde, dass man über die wirkliche Not, über das Graue und über die Grausamkeit eines solchen Systems beim Barnes wirklich nichts erfährt. Das sind zwei wohlsituierte Männer und man liest das zurückgelehnt im Kamin, das Kaminfeuer brutzelt, das ist eine angenehme Lektüre. Von dem Schrecken, der in diesen Ländern geherrscht hat, ist auch nicht eine kleine Spur in diesen Sätzen, in dieser Prosa noch zu erfahren. Trotzdem ist das ja keine schlechte Erzählung. Das habe ich auch, würde ich nicht sagen. Aber die Fragestellung, diese Zuspitzung auf die Frage, kann man das strafrechtlich verfolgen,
Die ist einfach eng und deswegen platt. Es gibt eine, Moment, eins noch. Das ist doch ein Problem, mit dem man sich in Deutschland beschäftigt, klar, das nicht gelöst ist. Sicher, und da, also für dieses Problem leistet dieser Roman ja auch eine ganze Menge. Das glaube ich hier unbestritten. Viel wichtiger ist doch aber, und da gibt es eine ganz schöne Szene, die jungen Leute, die immer den Prozess am Fernseher verfolgen, die sagen, ja, so könnt ihr dem alten Mann ja auch gar nicht kommen. Das finde ich fast das Treffendste in diesem ganzen Stachelschwein. Sie sagen, was ihr nämlich nicht feststellen könnt, ist, wie er alles, was er angefasst hat, korrumpiert hat und auch alles, was wir angefasst haben. Und dieses, dass alles, was man selbst getan hat, immer schon falsch war, immer schon unter diesem Zeichen der Bedrohung stand, es gibt kein richtiges Handeln, das drückt Hertha Müller aus und eben nicht Julian Barnes. Ja? Es ist bei Julian Barnes fabelhaft gezeigt, fabelhaft, eine Auseinandersetzung mit den Funktionären auf höchster Ebene. Was sie tun, ist sehr schön. Ich verstehe genau, was sie als Kritikerin tun. Sie, das Bild stammt übrigens nicht von mir. Sie nehmen eine Kartoffel, schneiden sie zurecht, bis sie ausschaut wie eine Birne. Dann beißen sie rein und sagen, das schmeckt aber nicht nach Birne. Sie machen sich was zurecht aus dem Buch. Ja, alle machen ich möchte etwas erfahren. Ich möchte etwas über diese Länder erfahren. Genau, ja. Und ich erfahre beim Barnes herzlich wenig. Und ich erfahre nichts bei der Müller in ihrem neuen Buch. Dann so, noch etwas. Nein, das kann man noch so nicht etwas stehen lassen. Wenn wir wirklich die Situation in Rumänien nur aus der Hertha Müller wüsste, hätte man ein ganz tiefes und suggestives Bild davon, was es heißt, wenn der Mehltau der Verkommenheit und der Hoffnungslosigkeit über einem Land liegt. Und was das heißt für jeden Tag. Was es heißt, wenn man in der Früh aufsteht und der Strom geht nicht und der Kühlschrank fällt aus, weil die Elektrizität wegbleibt. Dass man immer eine Taschenlampe mithaben muss, weil am Abend womöglich, weil es ja wieder kein Strom ist. Oder wenn man als Frau zum Direktor gerufen wird, was das bedeutet. Und das sind aber diese Dinge, die einfach jemand, der das so jahrelang erlebt hat und mit dieser scharfen und sensiblen Beobachtung wie die Hertha Müller, nur so jemand kann das Freude, so beschreiben. Wir werden uns in Sachen Hertha Müller nicht einigen. Barnes auch nicht. Und in Sachen Barnes auch nicht. Ich bin gegen das hochliterarische Buch von Hertha Müller. Ich bin gegen das nicht literarische, aber politische, intellektuelle Buch von dem Barnes. Das Buch von dem Barnes, der gar keine Ansprüche literarischer Art hat. Es ist kein Kunstwerk, ich wiederhole es, aber ich finde, es ist hochinteressant und gar nicht nur eben auf den Ich meine, nun will man mal sagen, dieser gleiche Autor hat vor wenigen Jahren ein literarisch höchst vergnügliches und verzwicktes Buch geschrieben. Wenn man das also mit seinem Buch Flauberts Papagei etwa man kann ja einen Autor mit sich selber vergleichen, dann merke ich, wie viel weniger Möglichkeiten er hat, eine Wirklichkeit wie die in Bulgarien in den literarischen Griff zu bekommen. Richtig. Und das beklage ich ein bisschen. Natürlich ist das eine relativ gute Reportage, aber für eine Reportage ist es dann wieder zu ungenau. Einem Reporter würde man mehr Details abverlangen. Ja. Für eine Erfindung. Haben Sie sich gelangweilt? Ja. Ja, ich nicht. Ja. Ich bin immer glücklich. Bücher sind von Natur langweilig. Also, ich habe mich bei der Hertha Müller manchmal gelangweilt, aber ich mit großem Respekt. Sie haben sich gelangweilt mit Respekt. Ja, weil man wie der russische Offizier, der über sein Feldwebel ein Gutachten abgeben sollte, weil der versetzt werden sollte zur Wache nach Moskau. Warten Sie mal. Da hat der Offizier, wurde er gefragt, im Fragebogen, trinkt er? Er hat gesagt, wenn ich schreibe, er trinkt nicht, glaubt doch keiner. Da hat er geschrieben, er trinkt, aber es ekelt ihn dabei. So ist es mit Ihnen. Wir haben nicht gelangweilt, aber respektvoll. Und ich, nicht gar so viel Bewunderung, habe ich mich glänzend amüsiert. Ja, man amüsiert sich manchmal unter Niveau. Ja, gut, das mag sein. Gut, wir können zum nächsten Punkt übergehen. Libuše Monikova. Eine tschechische Autorin, Treibeis, eine deutschschreibende tschechische Autorin. Libuše Monikova ist schon Anfang der 70er Jahre aus Prag in die Bundesrepublik gekommen, schreibt wie gesagt Deutsch. Treibeis ist nach der Fassade ihr zweiter großer Roman. Es geht um Folgendes: Zwei heimatvertriebene Tschechen, Herr Prantl in Grönland, ein
Englischlehrer, der dort sich bemüht, den Eskimos die Grundlagen des elisabethanischen Theaters beizubringen, natürlich ohne Erfolg, wird verschickt nach Niederösterreich von seinem Vorgesetzten an den Semmering zu einem Pädagogenkongress. Das ist eine Phase, eine Wissenschaftlerphase. Er flieht, findet seine Tschechin, und zwar spärlich bekleidet, an einen Fels gefesselt, von einem Geier traktiert, rettet sie, purzelt mit ihr den Berg hinunter, also alles eine sehr abenteuerliche Geschichte. Die beiden finden sich, die beiden lieben sich, und in der ganzen zweiten Hälfte des Buches besteht diese Liebe darin, dass sie sich mit Geschichtsmaterial bombardieren, dass sie sich ihr Leben erzählen, dass sie von Reisen erzählen, dass sie sich die tschechische Geschichte erzählen. Erzählen Sie doch mal, warum das Weib gefesselt war. Weil, ja, habe ich vergessen. Hab ich ja, das ist doch das Wichtigste. Die ganze Pointe lassen Sie wieder weg. Ja? Also, das war. Wichtigste, die Dame war gefesselt und spärlich bekleidet und übrigens auch noch mit einer blonden Perücke versehen, weil sie Stuntgirl in einem Film war. Und durch Prantls mannhaften Einsatz ist natürlich der weitere Verlauf des Films geplatzt. Das wollen wir mal sagen, das ist doch der Witz der Sache. So ist es. Ja? Er ist aber gut. So witzig wie das ganze Buch, nämlich sehr spärlich witzig, wenn man. Ach, soll ich dem entnehmen, dass Ihnen das Buch missfällt? Nein, ich will zunächst mal sagen, auch wieder, was mir gefällt. Das Buch spielt im Jahr 71, also 3 Jahre nach dem Prager Frühling, nach diesem gescheiterten Frühling. Die Frau, die junge Frau, ist ein Flüchtling des Prager Frühlings. Der Mann, der ältere Mann, ist bereits bei der ersten kommunistischen Revolution nach 45 aus der Tschechoslowakei, weil er im englischen Exil war, rausgeschmissen worden. Und die Umkreisung dieses Landes im Bewusstsein dieser beiden Menschen ist eigentlich sehr schön, weil sie viele Missverständnisse und andere historische Erfahrungen haben. Jetzt kommt aber das, was mir an dem Buch missfallen hat. Es ist ein furchtbares Bildungsgelaber. Und die Farce, die Sie beschrieben haben, ist ziemlich trostlos. Da streiten sich Leute also beispielsweise darüber, ob Schweizer Huss verbrannt hätten im 20. Jahrhundert. Darüber kann, also, dass ja, die das Schweizer ist aber Humor und ob Huss Huss auf dem Scheiterhaufen gestunken hätte oder nicht. Solche Details. Ja, das ist richtig. Das ist, also das schwächt diese Grund, der Grundeinfall, der auch in dem Titel sehr gut wiedergegeben ist, der ist eigentlich sehr gut. Zwei Heimatlose umkreisen in Gedanken und Erinnerungen, die nicht mal zusammenfinden, ihre verlorene Heimat im Jahr 71. Ja. Und diesen Vorwurf möchte ich also vor allen künftigen Kritiken retten. Dies rechtfertigt schon ein Buch, finde ja, ich. Ja, aber es rechtfertigt sich doch auch und durch etwas anderes. Wir haben doch gerade jetzt zwei Bücher gehabt, die sozusagen den Wettlauf der Literaten um die möglichst aktuelle Reportage der Gegenwart. Jeder will schneller sein als der andere. Es gibt einen Umsturz in Osteuropa. Jeder will schon mit dem Buch dazu da sein. Das Schöne an der Monikova ist, sie könnte das ja auch machen. In Wahrheit ist natürlich in der Tschechoslowakei die Situation so, dass beide Emigranten längst wieder zurück sein könnten und in Prag leben und nicht sich in der Ferne darüber streiten müssen, wie die Prager Kinos heißen. Aber das Schöne daran ist, dass die Monikova sich Zeit lässt. Sie eilt nicht zurück nach Prag, sondern sie versucht erst, die Heimat ihrer Fantasie so weit in den Griff zu kriegen, dass sie dann vielleicht irgendwann mal eine langsame Heimkehr, um Handke zu paraphrasieren, leisten kann. Ich verstehe Ihr Kompliment und ich teile es. Nur machen Sie nicht Ihre Wertschätzung für Hertha Müller nachträglich kaputt, indem Sie sagen, Hertha Müller hat nämlich sehr schnell reagiert und das ist sehr gut. Denn auch die schnelle Reaktion. Es gibt andere Temperamente. Ja, weil Sie gesagt haben, Sie sagen, der Vorteil dieses Buchs sei, dass Sie keinen Wettlauf wie die beiden anderen gemacht haben. Ja, aber die Monikova überstürzt sich nicht. Die hat sozusagen das Emigrantentum noch so sehr in ihrem System, dass sie es nicht so schnell und überstürzt herausbringt. Und sie arbeitet noch einmal ihre Emigration auf, obwohl sie natürlich längst zurückkehren könnte. Ja. Es ist auch, glaube ich, eine viel ältere Verletzung. Bei der Hertha Müller ist das eine Erstarrung, eine Wunde des Augenblicks. Es ist geschrieben quasi unter dem Eindruck der Diktatur. Ja. Bei Libuge Monikova ist dieser Schmerz ganz weit zurück, sowohl lokal, die sind ja nicht mehr in Böhmen, die sind ja nicht in Prag, sondern die reisen ja um die ganze Welt, also die Japan, Amerika, die sind ja überall. Also dieser Schmerz ist sehr weit weg. Und was sehr wichtig ist, die Geschichte, die ihnen abhanden gekommen ist, ist eine sehr alte Geschichte. Zum einen ist es nämlich wirklich das Münchner Abkommen, was da immer wieder, es sind so, es ist also,
ist es Hus. Es ist eine ellenlange, eine jahrhundertelange Geschichte, die die Tschechoslowakei an den Rand gedrängt hat. Damit setzt sie sich auseinander. Ja, aber kommt Ihnen noch was hinzu, Frau Radisch? Der grundsätzlich die vollkommen unterschiedliche Art, wie zum Beispiel die Hertha Müller oder die Monikova an ihre Heimat denken. Für die Monikova ist Böhmen, das Fantasieböhmen, Heimat. Historische Heimat, wohingegen die Hertha Müller zu diesem Land Rumänien nie auch nur annäherungsweise so ein Gefühl hat. Die Müller hasst das Land. Ich meine nur trotzdem, Frau Radisch, so schön Sie das Buch geschildert haben, und ich glaube auch, dass die Intention so schön ist, ich denke trotzdem, dass die Bildungsfracht arg auf dem Buch lastet. Der Eingang, wenn der den Eskimos da Shakespeare beibringt, da wird also ein ganzes Seminar. Natürlich interpretieren, das ist Globe, der Theater ist die Welt. Sie haben völlig recht. Er hat völlig recht, aber ich glaube, es hat einen Grund, dass es so ist. Es ist sogar manchmal sogar langweilig. Was erzählen also die sich? Was erzählen manchmal? Das ist ja vor allen Büchern langweilig, aber gut. Das hat ganz, ganz spröde Augenblicke, weil die nämlich nicht Herr dieser Geschichten sind, die sie erzählen. Die sind ganz, diese beiden, dieses Liebespaar, diese beiden Tschechen, die sind ganz hilflos dabei, sich eine Geschichte wieder zusammen zu erzählen. Und das klappt nicht immer. Die Hilflosigkeit ist also von der Autorin angestrichen. Ja, diese Leute, die sind ein bisschen wie Redepuppen. Wie Rede. Und die Langeweile, die dich da einstellt, gelegentlich, das immer. Hat sie auch gewollt. Nicht immer. Das Spröde, das Kalte und Spröde, das ist durchaus intendiert. Ihr tut ein großes Unrecht einer Autorin an. Und zwar der Autorin, über deren Buch ich hier schlecht geredet habe. Denn Hertha Müller und Libusche Monikova in einem Atem auszusprechen, ist falsch und unzulässig, finde ich. Die Hertha Müller ist eine Schriftstellerin mit Talent. Das neue Buch nach einem Film, geschrieben, vielleicht sehr rasch geschrieben, weiß ich nicht, gefällt mir nicht auf Gründe, die ich genannt habe. Bei der Monikova ist was ganz anderes, ein ganz anderer Typ. Eine sehr gebildete Frau, eine hochintelligente Frau. Ich rede nur mit Respekt von ihr. Aber sie gehört zu jenen Schriftstellern, die man, einer hat mal den Begriff gefunden, Eunuchen nennen kann. Das sind die Eunuchen, sind jene, die genau wissen, wie man es macht, aber es nicht selber gibt machen. Gibt es weibliche Eunuchen? Ja, passen Sie auf. Ja, wenn ich nicht von Schriftstellern rede, die wissen, wie man es macht, aber es nicht selber machen können, ist der Begriff Eunuch richtig angewandt. Ich meine, Sie wissen, diese auf wen diese Definition auf Kritiker, zunächst wird. Auf Kritiker. Natürlich. Die Kritiker sind ja auch solche, die eher wissen, die wissen, wie man Romane macht. Die Kritiker können nicht selber Romane schreiben. Wer, wenn sie es versuchen? Dies möchte ich gleich sagen. Ich habe noch nie einen Roman zu schreiben begonnen. Nein, nein. Also das wollen wir mal, bei mir zündet der Vorwurf nicht. Zurück zu der Monikova. Sie hat Literatur studiert, sie war ist Professorin und so weiter. Sie ist hochgebildet. Das ist keine Ironie, kein Witz, kein Scherz. Sie ist hochgebildet und das ist das Unerträgliche in dem Buch. Ihr fehlt eine richtige erzählerische Gabe. Sie kann nicht erzählen. Deswegen kommt die ganze Weltliteratur vor. Freud kommt vor und Dostojewski kommt vor und alle sind sie da und Anekdoten werden erzählt. Gute Anekdoten, schlechte Anekdoten, nur dazu ist wohl der Roman nicht da, ein Roman um nur Anekdoten. Warum nicht? Weil die Anekdoten nichts ergeben. Sehen Sie, es gibt, also, wenn ich etwas, was Sie haben, nicht, Sie können sich nicht beherrschen. Ja, los, also bitte. Warum kann das nicht wahr sein? Dieser Roman ist ein wirklich großer Heimatroman. Und zwar, er handelt von der einzigen Heimat, die es wert ist, Heimat genannt zu werden, nämlich die Heimat der Fantasie. Weil man in der Wirklichkeit keine Heimat haben kann. Das sind zwei Leute, die in der Fremde sind und einander dabei helfen, ihre Heimat zu rekonstruieren und bemerken, dass sie nicht einmal die gleichen Erinnerungen haben, was der größte Schmerz ist. Sie wollen ihre Erinnerungen vergleichen und sie haben nicht dieselben, Erinnerungen. Kann man sagen, das eine sei vielleicht, ich möchte einen Vermittlungsvorschlag machen, das eine sei vielleicht die Absicht, sie wollte diesen Roman, den großen Roman der Heimatlosigkeit sagen. Und man kann, wie Marcel Reich-Ranitzky sagen, es ist ihr nicht überall geglückt. Er meint, es ist ihr nirgends geglückt. Ich finde, es ist ihr nicht überall geglückt. Also ich weiß nicht, Sagen Sie mal, Bildung. Herr Karasek, wir haben vor 10 Minuten über die Monikova was anderes gesagt. Nein, ich habe immer dasselbe gesagt. Ich habe gesagt, es rührt mich, die Figur
Figurenkonstellation und dieses umkreisende Heimat. Mir geht dieses Bildungsgelaber auf die Nerven. Das wiederhole ich hier. Aber wenn Sie die Fassade von ihr gelesen haben, ihren ersten Roman, wo sie ja auch sehr viel mit Bildungsversatzstücken und Bildungsgütern gearbeitet hat, ich denke, dass es auch Spaß macht. Und in der Postmoderne ist halt sozusagen der ganze Fundus der Bildung verfügbar und wird halt natürlich dann auch manchmal vorgeführt. Gibt es da eine Frage? Ist das ein postmoderner Roman? Das würde ich schon sagen. Nein. Das müssen Sie jetzt mir erklären. Was ist ein postmoderner Roman? Sagen Sie mir. Ich weiß es. Ich möchte mal endlich belehrt werden. Was ist das? Nun sagen Sie mal. Wir werden Sie nicht stören. Reden Sie. Ja? Tun Sie ihm den Gefallen nicht. Sagen Sie, dieses Buch ist ein postmoderner Roman. Denn postmodern ist Blödsinn. Ich will nicht sagen, die Architektur, das ist nicht mein Gebiet, da weiß ich nur, es ist hässlich. Aber in der Literatur ist das der bare Blödsinn. Wissen Sie, was ein postmoderner Roman ist? Ich weiß, dass das keiner ist. Da sind die beiden Damen sich nicht einig. Frau Radisch, bitte entschuldigen Sie, vergessen wir für einen Augenblick die Monikova. Wir kehren zurück. Gut. Was ist ein postmoderner Roman? Also eine klare, jemand, der mit diesen Bildungsversatzstücken, von denen Herr Karasek gesprochen hat, sehr souverän spielt. Der über die verfügt und die mit großer Freiheit und einer großen Souveränität einsetzen kann, Gleichwertigkeit einsetzen kann. Das tut die Monikova nicht. Und der Zauberberg ist kein postmoderner Roman. Oder Lotte in Weimar oder Dr. Faustus, wo so viel Bildung, das ist keine postmoderne. Nein, weil es nicht gleichwertig eingesetzt wird, weil nicht mit dieser souveränen Geste des Habens, diese Bildung habe ich, wird darüber nicht verfügt. Aha. Und das tut Monikova auch nicht. Ja, Frage. Vielleicht werden die eingesetzt, diese Bildungselemente auf einem anderen Grund. Weil der Autor nicht viel zu sagen hat, behilft er sich in der Weltliteratur und nimmt das eine oder andere und verpflanzt es. Zu so einem Buch kommen wir noch, glaube ich. Ja, Augenblick mal. Also postmodern. Das glaube ich nicht. Ja, lassen wir mal die beiden Bücher noch weg. Wir haben noch Zeit. Also mit der einigen könnt ihr euch nicht, ob das ein postmoderner Roman ist. Ich sage nein. Und ich würde gerne meine Begründung noch sagen. Ja, weil sie nämlich über diese Geschichten, über diese vielen historischen, filmologischen, was auch alles Zitate, nicht verfügt. Das ist kein Wissen, was sie hat, sondern es ist fast ein etwas, hilflos, das Wort habe ich schon mal gesagt, die beiden sind ja auch Clowns, die sich wie Bälle ihre Geschichten an den Kopf schmeißen, die wirklich damit die eine Leidenschaft haben, die das ausprobieren, die Geschichten ausprobieren, wie man Kostüme ausprobiert, aus dieser nationalen Wunde heraus, die sie nun einmal haben. Und deswegen ist es nicht beliebig, es ist nicht austauschbar und sie verfügt nicht darüber. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also ich finde, das ist natürlich ein Streit um des Kaisers Bart, ob er postmodern ist oder nicht. Eins ist sicher, für mich ist schlecht, der Roman. Ich werde mich da auf diese postmoderne Theorie von bisher beide Damen haben mir noch nicht erklären können, was postmodern ist, wenn ein Schriftsteller Bildungselemente stark verwendet und als gleichwertige integriert. Ja, so etwas. Ja? Na, also die Definition überzeugt mich nicht im Geringsten. Sagen Sie mal, Sie könnten es doch von der Architektur mal auf die Literatur zu übertragen versuchen, dann haben Sie dieselben Sachen. Wenn Sie jetzt nur vergessen, dass... In der Architektur ist das Hauptkennzeichen der Postmoderne die aggressive Geschmacklosigkeit. Also ist das Postmoderne... Nein, auch die freie Verfügbarkeit, dass man keinen Stil mehr hat, aber über die vorhandenen Stile wie über einen Fundus verfügen kann. Jetzt eine Frage. Auch wenn sie scheinbar nicht zusammenpassen. Die Idee, womit ja die Ouvertüre, das große Vorspiel gefüllt ist im Roman, der Libuscha Grönland. Finden Sie das sinnvoll? Absolut. Ja, Sie haben doch, ich habe im Profil Ihren schönen Artikel gelesen, in dem Sie statt über das Buch der Monikova zu schreiben, nur am Ende etwas, sehr gut. Über die Arktis. Ja. Über die Arktis, dass nun jeder zweite Roman je die Arktis verwendet als Metapher. Ja, ist kalt, Eis, Einsamkeit, Ferne und so, das ist so eine Metapher. Zerstörung von Natur haben Sie noch vergessen. Ist das nicht ein bisschen sehr billig, diese Metapher? Nein, das finde ich gar nicht. Ich halte es für keinen Zufall, dass so viele Romane heutzutage in der
Antarktis spielen. Ja. Das fängt beim Christoph Ransmeier an, ja. Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Es gibt diesen schönen Roman von Michael Köhlmeier, ja, der in Grönland spielt. Ich halte es für keinen Zufall. Aber warum? Warum ja, es sehr ist auch viele... schon eine schöne, abstruse Parabel, ja, dass einer versucht, den Eskimos ja, die Vorzüge des elisabethanischen Theaters beizubringen. Das ist keine Parabel, sondern Schwachsinn. Und es ist, lieber, ich lese in diesem Buch, in dem ersten Teil, ja, sehr viel Informationen über Grönland. Ja. Über die Kultur der Grönländer, ja, über ihre Auffassung, Art, das Leben zu reagieren und so weiter. Und mein Problem ist folgendes, ich gebe es offen zu. Erstens, mich interessiert Grönland nicht. Sachsen interessiert mich mehr. Oder die Provence. Grönland interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich kann mir Leser vorstellen, das ist legitim, die sich für Grönland interessieren. Jedoch, man liest das und weiß nicht, stimmt das, was die schreibt? Vielleicht sind das poetische... Das ja, aber sind das Erfindungen vielleicht, das würde nicht gegen ja, sie sprechen. Also, das sind Anekdoten. Aber vielleicht würde sie ein Buch interessieren, wo es einen Perser nach Sachsen oder einen Eskimo nach Sachsen oder einen Sachsen unter die Eskimos verschlagen hat, nämlich als umgekehrt, so wie Josef Roth es im Radetzky gemacht hat, im Radetzky-Marsch. Da kommt einer aus Persien, aber nach Wien. Ja, gut. Und das Buch spielt in Wien, nicht in Teheran. Aber man könnte, ja, ist ein großer Unterschied. Man könnte doch sich auch vorstellen, dass man eine Fremde dadurch schildert, dass man einen sehr gebildeten Englischlehrer wirklich an die abstruseste Weltentfernung setzt, dort, wo er mit seinem ja, Wissen an sich nichts, aber er möchte es trotzdem vermitteln. Und das finde ich einen ganz schönen Einfall. Denken Sie doch an einen anderen Roman, den Sten Nadolny, Die Entdeckung der richtig, Langsamkeit. Richtig, ja. Das ist auch ein Buch, das ins Eis führt. Ja. Und an einem historischen Modell, nämlich an der gescheiterten Ost-West-Passage Entdeckungsfahrt des John Franklin. Es geht in Wirklichkeit natürlich auch gar nicht so sehr um den Franklin, obwohl wahrscheinlich die historischen Details sehr genau rekonstruiert sind. Aber es geht um die große Metapher. Aber wir machen jetzt ein zu großes ja, Buch ja, aus dem. Ich denke wirklich, die Absicht ist besser. Und Marcel Reich-Wanitzky hat schon etwas recht, dass es nicht so durchgehend geglückt ist. Es nicht. Sie machen Fortschritte. Aber ich würde eins. Ich bin ja schon glücklich. Eins würde ich gerne noch zu dieser Grönland-Sache. Sie gibt, also die Autorin selber gibt eine Erklärung dafür. Sie sagt, auf Grönland ist den Leuten alles fremd. Da gibt es amerikanische Raketenbasen. Warum sollen die den Eskimos näher stehen als das elisabethanische Theater? Und in der Tat, ich ja, finde, das zeigt auch, dass Kultur eigentlich überhaupt keinen Ort hat. Also entschuldigen ja, Sie mal, das amerikanische Raketen ja, und Shakespeares Dramen. Also wissen Sie, wenn einer Heringe mit Himbeersaft vergleicht, hat es keinen Sinn. Beides ich hat mit Grönland nichts zu tun. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. So ja? Über die Jahrhunderte weg Raketen mit Dramen. Kulturentfernung oder ja, Zivilisationsentfernung ja, wird dadurch schon... Aber ja, also wissen Sie, eine Frage nur noch, bevor wir das Thema abbrechen. Kommt eigentlich Grönland, das Grönland-Motiv, später in dem Roman noch vor? Ja, zum Schluss. Ganz am Schluss. Ja. Es ist ein bisschen nämlich mit diesem Motiv. Prantl erzählt ja, seitenweise über Grönland. Er erzählt ihr von seinem Leben ja, dort. Eben. Wozu? Wozu macht er die Frau verrückt mit diesen langweiligen Geschichten? Es ist so. Weil Männer immer das erzählen, wo sie herkommen, und wo sie arbeiten und was sie erlebt haben. Und was für eine auch, schwere Kindheit sie ja, haben. Das aber immer dafür erzählt sie eine ganz auch abstruse Geschichte über Japan. Und zwar ja, über Hiroshima. Genau, ja, wie sie aus Versehen ja, nach Japan gekommen ist. Ja. Gut, also es reicht. Christoph Geiser. Da haben wir einen Roman. Jetzt wird der nächste Streit losgehen. Sagen Sie bitte. Ja. Also das ist ein sehr literarisches Buch, ein literarisch anspruchsvolles Buch, das sich sehr viel auf Literatur bezieht. Wenn ich es jetzt so einmal erzähle, wird jeder denken, es ist unmöglich. Das ist es auch. Es kommen... Entschuldigung. Es wird sozusagen an zwei Antipoden der Literatur, also diese beiden Antipoden werden gesehen durch ein homosexuelles Temperament, wenn man es einmal verkürzt sagt. Diese beiden Antipoden der Literatur sind einerseits der Marquis de Sade und andererseits Goethe. Beide ungefähr Zeitgenossen, sonst haben sie, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Was ihm der Autor vorwirft. Ja. Ja, er versucht ja dann auch die Goethe-Biografie ein bisschen umzuschreiben oder mal fiktiv umzuschreiben, zu überlegen, ob nicht vielleicht Goethe auch schwul gewesen sein könnte in seiner Beziehung zu seinem Herzog. Egal. Wir haben da auf der keine einen absurde Idee unter uns. Ja. Ich sage ja nicht absurd, ja, ich sage egal. Ja.
Der Marquis de Sade interessiert, glaube ich, den Ich-Erzähler, der kein Ich-Erzähler ist, aber ein Ich, das da ja vielleicht doch dahinter steht, hauptsächlich deshalb, weil, wie wir ja wissen, der hauptsächlich im Gefängnis gesessen ist und das, was er in seinen Büchern geschrieben hat, wohl nur zum geringsten Teil selber ausprobieren konnte. Also es geht darum, diese gewissen Exzesse zu beschreiben. Oder es geht um das exzessive Schreiben. Ja. Und dieses exzessive Schreiben versucht dann der Christoph Geiser dann auch in die Gegenwart zu übertragen. Die Geschichte wird dann, geht dann eigentlich ein bisschen von diesen, seinen beiden literarischen Figuren weg, wird dann sehr zeitgenössisch. Er versucht dann über die homosexuellen Rituale und Gewohnheiten im heutigen Leben zu schreiben. Und das, was mir daran gefällt, wenn ich jetzt gleich mal eine Wertung anschließen kann, ist der unglaubliche Mut und das Risiko, mit dem er diese verschiedenen Erzählstränge dann zum Schluss in ein grandioses Finale zu verweben versucht. Ein Finale, wo wirklich alles drinnen ist. Der Masochismus, der Flagellantismus, das KZ, Buchenwald, Goethe, der Marquis Posa, die Homosexualität, die Verfolgung der Homosexuellen. Gleichzeitig aber auch der Versuch zu sagen, dass die Verfolgung der Homosexuellen vielleicht auch diese Bestrafungsfantasien sind, aber gleichzeitig auch Lustfantasien. Also das halte ich für ein unglaubliches Risiko, das alles zusammenzuzwingen in einem Finale, in einem visionären und möglicherweise auch gescheiterten Finale. Aber rein der Mut, es so zu machen, finde ich schon toll. Ja. Also ich finde, dass das Buch wie am Synthesizer geschrieben ist. Deswegen habe ich gesagt, wir kommen noch auf einen postmodernen Roman. Das scheint mir einer zu sein. Das Buch hört nämlich nicht mit dieser, das finde ich in der Tat, wunderbaren Szene auf, die auch ein bisschen an diese kafkaische Strafkolonie erinnert. Da wird das Gesetz plötzlich in die Haut gerissen. Das ist wirklich eine schöne Szene. Da hört das Buch nicht auf, sondern es hat leider Gottes noch einen Anhang. Und das sind ungefähr 17 Sekundärwerke, die der Autor für dieses Buch benutzt hat. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich eigentlich immer die Fußnoten vermisst, die unten stehen müssten, wo es dann eben wieder heißt, hier Goethes Farbenlehre. Es kommen übrigens hier die absurde Urpflanze. Fußnoten, nämlich Warenschutzzeichen. Ja, gut, das sind kleine Spielereien, aber für diese synthetische und gänzlich künstliche Machart des Buches, wo man eben merkt, der Autor hat eine Bibliothek geplündert, in dem Fall wirklich, und es kommt alles drin vor. Christo, Kleist, die Urpflanze, die Farbenlehre, also Saat natürlich, dann diese ganze postmoderne Theorie, diese Entsprechung von Eros und Ästhetik, Lust ist Text, das finde ich alles, das sind so abgegriffene, fast schon klischierte ästhetische Theorien, die er da irgendwie in einen Roman verbeckt. Das finde ich postmodern und eben leer eigentlich. So. Wollen Sie, Herr Karasek, was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, mir ist das Buch schrecklich fremd geblieben. Was mich daran stört, ist, dass es auf der Stelle steht. Es gibt genau drei Bewegungen in dem Buch. Zwei sind aus der de Sade-Biografie geklaut oder zitiert, wie man so will. Das eine ist die berühmte Geschichte, warum de Sade in Effigie zu Tode verurteilt wurde und nach Italien fliehen musste, weil er nämlich sodomitisch vorgegangen ist im Zeugen. Das zweite ist, warum er das zweite Mal wirklich einen Menschen so bedroht hat, dass der um sein Leben fürchtete, nämlich bei der Osterschändung. Und diese beiden Erzählungen werden mit Goethes Fluchterzählung, das ist die dritte konkrete Erzählung. Und an den Stellen denkt man, vielleicht kommt das Buch etwas in eine Bewegung irgendwann. Aber nein, schon wieder erstarrt es in einer sehr hermetischen, für mich sehr hermetischen Reflexion, die mich nicht eingeladen hat, an ihr teilzunehmen und für die ich mich auch nicht sehr begeistern konnte. Dieser Zusammenhang zwischen Masochismus, Sadismus, Halten zu Gnaden und Konzentrationslager und Strafkolonie, auch das hatten wir schon. Also da möchte ich wirklich mal sagen, wir hatten es schon und wir hatten es schon besser. Und wer einen de Sade-Roman je gelesen hat, weiß, dass es da schon alles besser ist, von Goethe ganz zu schweigen. Und ich finde etwas, also wirklich
an den Haaren herbeigezogen. Warum muss es Goethe und Desart sein? Das hat, glaube ich, einen Grund. Ja, es gibt einen moralischen Grund. Er wirft Goethe vor, dass er sich eigentlich hätte theoretisch für Desart einsetzen müssen. Und der zweite Grund ist der, dass Goethe ein Augenmensch ist, dem alles zum Bild und zur Theorie wird und dem nichts nahe geht, der alles durch einen Schirm sozusagen abbildet, wie sein berühmtes optisches Modell. Aber beide sind auf der Suche nach der Schönheit. Das wird, glaube ich, ziemlich, dies zumindest wird deutlich. Der eine will Schönheit durch die Zerstörung, durch die Destruktion und der andere will sie durch das klassische Formideal, durch das Formideal, durch das sich versagen. Zwingen in ein Bild und in eine Abbildung. Diese beiden Schönheitsideale, die sollen gegeneinander gehalten werden. Aber es wäre ebenso, also ich hätte mich auch nicht geärgert, wenn er statt Desart Dostojewski und statt Goethe Kean genommen hätte. Aber vielleicht sollten wir noch einmal auf den Titel zurückkommen. Das Ding heißt Das Gefängnis der Wünsche. Und in Wirklichkeit gibt es ja nur einen Ort, wo dieser Roman spielt. Im und Körper. Das ist der Kopf des Autors. Ja, und zwar nicht im Körper, sondern eigentlich im Kopf. Denn auch das, was an sexuellen Exzessen vorkommt, ist ja eigentlich ausgedacht. Das sind Wunschmaschinen, masochistische Wunschmaschinen, die aber rein aus dem Gefängnis des Kopfes kommen. Aber Frau Löffler, machen Sie unseren Zuschauern nicht zu viel Appetit. Sie werden alle enttäuscht sein, wenn Sie das Ja, Buch ich kennen. Weiß es nicht. Ich als Frau habe keine Möglichkeit, je in eine Gay-Sauna zu kommen. Aber da wird eine Apollo Szene mal bestimmt. Apollo City Sauna Apollo heißt City Sauna, Berlin. Ja. Ich auf die Weise bin ich mal an der Hand des Autors mit hineingekommen. Szene. Eine Sie grauenhafte sind nicht Szene. Wirklich reingekommen. Ja, doch. Ich war da auch nicht drin, ich weiß es doch, nicht. Doch, bin da schon reingekommen. Gut, also eure autobiografischen Bekenntnisse wollen wir mal ein bisschen aussparen. Ich bin in einer merkwürdigen Situation. Wenn ich höre, mit welchem Respekt Frau Löffler über dieses Buch spricht, bin ich vollkommen überzeugt, sie haben recht. Dann höre ich, wie der Karasek das beanstandet und ich denke mir, er hat recht. Und was Frau Radisch gesagt hat, war erst recht, richtig. Recht. Alles ist richtig. Das ist postmoderne Kritik übrigens. Bitte? Das ist postmoderne Kritik. Ja, was also gut. Wenn alle recht haben. Ja, nein. Ich glaube, hier ist ein sehr schwieriger Fall. Ich habe vorher ein Buch gelobt von dem Barnes, das literarisch nicht bedeutend, aber mir inhaltlich vom Stoff her wichtig, aktuell zu sein scheint und außerdem das für mich gar nicht langweilig war und manches neu enthielt. Hier bin ich in der schlimmen Lage, über ein Buch sprechen zu müssen, das ich offen gesagt nicht verstanden habe. Vieles in diesem Buch ist mir vollkommen unklar. Vielleicht haben Sie auch die Schwierigkeiten. Ich habe es ja vorher gesagt, es bleibt hermetisch verschlossen. Es ist ein, das ist eine vornehme Formulierung. Statt zu sagen, ich habe es nicht verstanden, es erlauben ist hermetisch Sie mir doch etwas, verschlossen. Lassen, ja, erlauben Sie doch mal über meinem Niveau zu formulieren. Ja, ich bin ein simpler Mensch, ich sage, ich habe vieles nicht ich muss verstanden. Mich Ihnen angleichen. Ja. Und ich habe viele Anspielungen, die da drin sind und Informationen stellen über Goethe, glaube ich, habe ich beinahe alle verstanden. Dann waren in anderen Teilen Sachen, die ich nicht verstanden habe. Da habe ich mir gedacht, da muss man wahrscheinlich alle Details der Biografie von Desart kennen. Ja, das weil ist kein das, eben, man muss das, das kennen. Das ist aber kein damit. Fehler. Ich will nicht sagen, dass ein Fehler ist. Ich habe nur begründet, warum ich Schwierigkeiten hatte, das Buch zu verstehen. Aber bei allen Schwierigkeiten, die ich hatte, hatte ich immer durchgehend ein Gefühl, dass ich bei keinem dieser drei Bücher hatte. Dies ist Literatur, dies ist ernste Literatur. Dies sind Visionen, erschütternde Visionen. Und man darf nicht die Sache sagen, ja, wenn jemand gesagt hat, das ist ein Buch nur für Homosexuelle, für die ist das sehr wichtig. Nein, 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 nur langsam. Das ist, erstens sind es nicht so wenige und zweitens, es ist ein Buch über alle Menschen, die Schwierigkeiten mit ihrem eigenen Körper haben. Es ist ein Buch, das von einer Obsession zeugt. Buch geschrieben mit einem furchtbaren Leiden. Das hat einer geschrieben, der wirklich darunter gelitten hat. Und der uns nicht sagt, Prag besetzt, welches schreckliche Unglück, Prag besetzt. Und diese Lamentieren, diese Dichten. Hier ist was ganz anderes, ein ganz anderer Stil. Es ist im Grunde ein Buch, das nur eine Anzahl von Visionen aneinanderreiht. Ob das gut komponiert ist, ich bin nicht sicher. Aber das ist hier nicht die Frage. Es ist diese ungeheure Intensität, die dieser Autor entwickelt. Natürlich wiederholt sich dieser Autor. Er hat ähnliche Motive in seinen vorangegangenen Büchern schon gehabt.
wiederholt sich, weil ja gute Schriftsteller eigentlich an bestimmten Themen kleben. Ein bisschen. Es ist wahnsinnig weit hergeholt. Aber bei in manchen Passagen dieses Buches habe ich an Thomas Bernhard gedacht. Gewiss ist Bernhard sprachlich besser, imponierender als dieser Geiser Christoph. Aber es ist diese Obsession, dieses ungeheure Leiden. Sehen Sie, eine Sache Frage ist wichtig. Wie kann man ein Buch beurteilen, das man nicht versteht? Wie geht das? Wie kann man sagen, ein Buch ist, viele Kapitel wohl verstanden, ja. Viele Kapitel nicht verstanden. Zweitens, gibt es Bücher, es gibt Gedichte. Und mir geht es so, vielleicht Ihnen nicht. Ja. Wo ich lese und sage, was will der Mann? Ich weiß es nicht, aber ich fühle, das ist gute Lyrik. Wenn ich mir dann Mühe gebe, dann rede ich irgendwas dem Autor ein, was er hat sagen wollen. Irgendwelche Argumente, um meine Gefühle zu begründen, die finde ich schon. Der Teufel soll mich holen, wenn ich nicht solche Argumente finde. Ja? Ich bin jetzt in einer etwas peinlichen Lage. Ich muss, glaube ich, Ihnen recht geben. Darf ich noch einmal zurückkommen auf das, was Sie sagten, Frau Radisch? Sie sagten, Sie hätten das Buch als leer empfunden oder so artistisch. Weil ich das Leiden nicht gesehen habe von dem Herrn. Also ich habe dieses Leiden eigentlich schon sehr stark bemerkt. Die Obsession, die dieser Mann hat, mit seinem Außenseitertum und seinen sexuellen Besessenheiten zu Rande zu kommen und dafür einen Ort zu finden, auch einen sprachlichen Ort zu finden. In den früheren Büchern ist dieses Thema auch immer da. Ich glaube, es ist in der Tat das Lebensthema dieses Autors. Wüstenfahrt erinnere ich mich an eins und eins, das hat geheißen, das geheime Fieber, wo er sich versucht hat, in die Welt des Caravaggio hineinzudenken, der ja auch so eine homosexuelle Ikone ist. Also möglicherweise hat dieses Buch auch sehr viel mit der homosexuellen Ästhetik zu tun und mit den Kunstikonen. Eine Frage, wie kann man Leiden, Sie sagen, Prag brennt, ist nicht so wichtig, das ist das Leiden eines Menschen an seiner Sexualität, an seinem Körper. Wie kann man ein solches Buch dann so drapieren? Das wird ja dauernd in Literatur drapiert. Das ist viel schlimmer. Ich finde, es wird in ein theoretisches Korsett gepackt. Ja. Da gibt es erst immer wieder, also es kommt mit einer gewissen Monotonie eine Stelle, da redet er immer von Poiesis. Da geht es ihm um die Verbindung von Machen und Dichten. Mhm. Und Machen heißt natürlich in diesem Zusammenhang immer praktizierte Sexualität. Praktizierte Sexualität ist für ihn gleichzeitig Dichtung. Und das kulminiert ja in einer, wie ich finde, relativ schwülstigen Homoerotik Szene in dieser schon erwähnten Apollo-Sauna, wo dann also dieses fantasierende Ich einmal Erfüllung findet. Und das heißt dann auch, 200 Jahre durfte ich das nicht, weil es ist ja im Grunde so ein Sprach-Ich, was durch die Jahrhunderte sich quält. Hier endlich finde ich Erfüllung und ich spritze irgendwie meinen Samen und gleichzeitig meine Schrift in die Darmwände irgendeines Menschen, den ich da, ich sprähe meine Schrift und meinen Samen. Das ist so eine, ich finde, A, kitschige, zweitens theoretisch ganz eng eingebundene, nämlich in dieses Desartsche System von Eros und Dichten eingebundene Poetik, die ich kann das nur leer finden, weil es eben so ein strenges Korsett hat. Leer, ja. Sehen Sie, das tun hier mit umgekehrten Vorzeichen, das ist absolut zulässig, dasselbe wie ich. Denn ich sage, ich habe nicht alles verstanden, aber ich spüre, das ist ganz starke, bedeutende, wichtige Literatur. Und Sie sagen, ja, das eine versteht man, das andere nicht, aber ich spüre, ich finde das nicht gut. Sie verlassen sich, genau, absolut legitim, Sie verlassen sich auf Ihre Intuition bei dem Buch. Das tue ich auch. Und das bedeutet auch, dass dieses Buch im Grunde teilweise jedenfalls ein poetisches Buch ist, das mit Sprache große Visionen, schreckliche Visionen zeigt. Und hier ist nicht die Spur von Spielerei. Das ist sehr ernst. Da ist ein leidender Mensch, der das ausdrückt. Nicht immer gelingt es. Die Saunaszene ist vielleicht da an der Grenze. Auch dieser ganze O-Lustton. Alles ist eigentlich in einem einzigen O-Ausrufungszeichen. O-Lust, O-Wollust und so. Es ist doch alles in einem Duktus geschrieben. Da wir schon mit privaten Empfindungen kommen. Dies war das einzige Buch von den Büchern in dieser
Reihe, die wir hier besprechen, dass ich ohne die Pflichtaufgabe, es hier zu besprechen, nach spätestens 20 Seiten in die Ecke gestellt habe und gesagt, Schluss damit. Ich glaube es Ihnen. Lieber, soll ich die Damen noch mal die beiden Autorinnen nennen? Die hätte ich auch nach 20 Seiten freiwillig nicht weitergelesen. Also wir zeigen, dass unser Leben schwer ist. Natürlich ist unser Leben schwer. Und auch das Leben ist dessen vielleicht nicht ganz leicht, den Roman von Robert Schneider gelesen hat. Robert Schneider, Schlafes Bruder. Kein Druckfehler, das ist der Titel dieses Buches. Sie sagen vielleicht kurz was. Ja, Robert Schneider ist ein Erstling, Schlafes Bruder. Robert Schneider, Jahrgang 61 aus Bregenz, ein Österreicher. Diese Geschichte ist die Geschichte eines genialen Dorfjungen, spielt im Vorarlbergischen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Diesem Jungen ist, wie es heißt, von Gott die Gabe der Musik gegeben worden. Er hat ein Erweckungserlebnis, wo er das Universum plötzlich tönen hört, wo er nach diesem Erweckungserlebnis kann er Stimmen imitieren, kann er mit Tieren kommunizieren. Während dieses Erweckungserlebnisses hört er den Herzschlag der noch ungeborenen, ihm aber von Gott bestimmten Frau. Ja, diese Frau... Wann spielt die Handlung? Habe ich ja schon gesagt, ja. Anfang des 19. Anfang Jahrhunderts. Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese Frau, auf den Schluss, die müssen ja nicht war noch lange nicht fertig, ich bemühe mich um Sachlichkeit. Diese Frau, die ihm also von Gott bestimmt ist, will nicht so, wie Gott will, schläft mit einem anderen, der geniale Musiker wird furchtbar unglücklich, nichtsdestotrotz spielt er heimlich immer weiter Orgel, kann keine Note, ist aber in der Lage, Natur in Musik zu verwandeln, wie es heißt. Letzten Endes gewinnt er in einem furiosen Finale einen Wettbewerb in der nächstgrößten Landesstadt, ist also, wie gesagt, von Gott begnadet, die Orgel zu spielen, bringt sich dann aber aus Liebeskummer um, indem er einfach nicht mehr schläft. Und sich vergiftet mit Opiaten. Ja, richtig, ja. Ja, ich finde, die Inhaltsangabe war sachlich. Sie hat nur eine entscheidende Sache verschwiegen, nämlich die Hauptmotivation des Buchs. Und die haben Sie auch in Ihrer Rezension verschwiegen, Frau Radisch. Es geht nämlich um... Es ist ein höchst satirischer, ironischer Roman über ein Genie, das keiner erkannt hat. Nämlich, es gibt... Gott hat ihn erkannt. Ja, Gott ist natürlich... Gott ist ein Verschwender, so wie er Eicheln und Kastanien über den Boden streut, so streut er wahrscheinlich auch Genies. Und er hat die absurde Geschichte eines Genies geschrieben, von dem niemand wüsste, wenn der Erzähler sie nicht aufgegraben hat. So, und jetzt kommt das, was das Ironische dabei ist. Es ist natürlich ein böser Heimatroman darüber, wie eine bäuerliche Umwelt, die angeblich so heimelig und so traut und so schön ist, ein Talent systematisch verkrüppelt, zerstört, nicht zur Entfaltung kommen lässt, durch bösen Egoismus ruiniert. Und wenn man das Buch so liest, dann weiß man, dass das Wort Gott nur als eine Art ironische oder zynische Metapher in dem ganzen Buch vorkommt. Es ist ein sehr autobiografischer Roman übrigens. Dies ist ein Musiker aus ländlicher Vorarlberg-Gegend. Und ich gebe zu, er hat dieses Buch sehr emphatisch geschrieben. Aber es ist das Buch darüber, wie lebt man als Mensch, der sich eigentlich für Kunst interessiert, in einer spießigen, dumpfen, alten, veralteten, eigentlich dem Verbrennen anheimzugebenden Welt lebt. Das ist das Aufregende an dem Buch. Wo haben Sie da bitte die Satire bemerkt? Das frage ich mich. Also von der ersten Zeile an herrscht in diesem Buch ein ganz hohes Pathos. Ein Pathos der Genialität. Ja. Hier wird ein Geniebegriff aus der Romantik noch einmal hervorgezogen. Und zwar eigens vorgeführt, um ihn hier noch einmal aufzublasen. Also dieser Musiker ist ja ein Genie ungefähr von Mozartschen Ausmaßen. Und der Geniebegriff wird also überhaupt in keiner Sekunde ironisiert. Die Satire besteht doch darin, dass man sagt, es hat niemand gemerkt, dass er das Genie ist. Gott hat ihm das große Talent gegeben. Schauen Sie, das ist so satirisch wie diese Behauptung, wenn man sagt, ein Buch
dieses Baby, das mit 2 Tagen gestorben ist, wäre, wenn es groß geworden, größer als Michelangelo geworden. Nein, so ist das so, ja nicht. So nein, ungefähr das stimmt ist das. In dem Roman wird erzählt, wie er Orgel gespielt hat in der Kirche, wie alle hingerissen waren, so die Leute genau. Vor Begeisterung. Ja. Also so ist es. Werden sogar seine musikalischen Arbeiten beschrieben ein wenig. Ob gut oder nicht, das ist eine andere Frage. Die Leute werden alle besser, heißt es sogar. Ja, wenn sie von, aus seinen Konzerten kommen, also, sind sie Freunde, alle moralisch geläutert. Ihr redet alle über ein Buch und habt nicht mit einem Wort erwähnt, wie ist denn das eigentlich geschrieben? In einer manieristischen Sprache, in einer manieristischen Sprache, die gemischt ist aus einer sehr alten Sprache und einer sehr modernen Sprache. Es sind sehr moderne Einsprengsel. Also ist das, wie, ist das sprachlich gut, sprachlich schlecht? Ja, manieriert, künstlich. Manieriert, ist es. Manieriert sagen, heißt ja noch nicht schlecht, manieriert aber gut. Ja, also ich halte das Ganze für Kunsthandwerk. Ja. Ich glaube, es ist aus einem sehr raffinierten Kalkül heraus bedacht. Es ist in einen ganz bestimmten Markt hineingeschrieben. Ich glaub, und das geht auch es auf. Ist ohne jede Frau Notwendigkeit. Löffler, das ist aber der romantische Künstlerbegriff des 19. Jahrhunderts. Wenn man auf einmal jemanden vorwirft, er kann genau kalkulieren, er ist raffiniert und er kann berechnen. Was ist daran schlecht? Entschuldigung, es steht überhaupt keine persönliche Bedrängnis dahinter, die ich zum Beispiel und dem Christoph Geiser auf jeden Fall mal zubilligen würde. Das hat eine gewisse Plausibilität. Es ist zwingend. Dieser Roman ist überhaupt nicht zwingend. Was? Der Christoph Geiser. Christoph Geiser. Ich glaube, der hat eine Obsession, mit der er umgehen muss. Ja. Dieses Buch, glaube ich, ich sehe überhaupt nichts Zwingendes dahinter. Ja. Für mich steht das in einer Ebene mit Süßkind, das Parfum. Ja. Das Parfum ist ein Buch über ein Geruchsmonster und das ist ein Buch über ein Gehörsmonster. Ja, gut, diese Parallele liegt nahe und der Süßkind ist mit Sicherheit besser als dieser. Das weiß ich nicht, ob mit Sicherheit. Ich glaube, ich würde sagen, dass die ungefähr auf einer Schiene liegen. Mich interessiert, ich glaube, hier ist ein ganz entscheidende Sache gesagt und Sie haben völlig zu Recht gesagt, eigentlich, warum hat er das geschrieben? Sie sagen, es ist autobiografisch. Im Klappentext steht, dass er Musik studiert hat. Ich weiß nicht, ob das so autobiografisch ist. Ich habe den Eindruck, den ich nicht habe bei den Büchern, auch der beiden Frauen und auch nicht, so gar nicht bei dem Buch von dem Geiser. Bei dem Geiser weiß man, da hat ein Thema einen Autor gepackt. Bei ihm ist es umgekehrt. Da ist ein Autor da, der schreiben kann. Ich bin völlig davon überzeugt, dass er schreiben kann, dieser Robert Schneider. Seine große Schreibbegabung. Aber er hat noch nicht gewusst, was er schreiben soll. Er hat ein Thema gesucht und hat sich so ein Thema gefunden. Ich weiß nicht, wer hat geschrieben. Irgendjemand hat geschrieben, das sei Biedermeier. Wer war das? Ich weiß nicht mehr. Sie. Ah, da haben wir sie. Sie waren Biedermeier. Also gut, kann man schreiben. Ich würde sagen, Romantik und nicht Biedermeier. Es ist ein viel höheres Maße ein romantisches Buch. Die Liebe ist romantisch. Dieses Spitzengeklöppelte. Er hat ja nicht den großen Wurf, sondern er versucht, sehr kleinlich diese Sprache nachzumachen. Ja, aber der Geniebegriff ist ein romantischer Geniebegriff. Okay. Auch der Geniebegriff. Das Thema, ich glaube, hier ist Folgendes. Euer Begriff ist ein romantischer Geniebegriff, weil ihr dauernd einem Autor unterstellt, er muss gepackt sein von seinem Thema. Er muss gar nicht gepackt sein. Aber nur eine Stilübung. Das reicht ja auch nicht. Und eine Plausibilität. Und hier habe ich den Eindruck, ein Mann mit großer Begabung hat sich an den Schreibtisch gesetzt und hat überlegt, worüber schreibe ich einen Roman? Und vielleicht wird was mit dem Mann passieren in Zukunft, ich weiß nicht was. Und ein Thema wird ihn finden und dann wird dieser Mann, und bitte erinnert euch daran, dass ich das hier und heute gesagt habe, der wird dann einen wirklich guten Roman schreiben, denn er ist begabt. Und er hat Hochinteressantes zu sagen. Auch in diesem Buch gibt es Abschnitte, also ich denke, dass dieser Roman schon mehr als begabt ist und sicher der begabteste von allen Büchern, die wir heute vorgestellt haben. Nein, überhaupt nicht. Also, wir wollen nicht streiten über den... Doch. Wir können nicht die Zeit set fugit interia flieht inzwischen die Zeit. So einfach ist das nicht. Also, vielleicht brauchen wir uns nicht zu einigen, dass hier eine Nähe ist. Ich würde nicht sagen Kunstgewerbe.
Kunsthandwerk, haben Sie gesagt. Aber etwas in dieser Richtung geht schon, das Buch. Stilübung, ist es eine Stilübung? Ja, ein großartig, ein feines Wort. Ein großes Übungsstück. Ja. Großartig. Aber der kann schon was, schon jetzt. Und wenn er nach diesem ersten noch einen zweiten schreibt, wer weiß, vielleicht wird er uns noch einen dollen Roman liefern. Es ist vor allem eine Kenntnis, guck mal, was er an Stimmungen erzeugen kann. Wie er die beschreibt, wie er die Figuren, wie er die Erotik, die Geschichte, dann diese Geschichte mit dem Mädchen, das so betrogen wird, das sich ausziehen muss, diese Striptease-Szene. Ja, das ist die Beleuchtung, die romantische Beleuchtung. Er hat den Mondenglanz, wie bei Heine. Der ist von oben, wird das alles vom Mond beleuchtet. Ja, ja, aber nein, geschrieben ist da manches schon sehr gut. Wir haben noch völlig vergessen, dass er ja auch noch dem Christuskindlein in der Kirche begegnet. Das ist wirklich der Höhepunkt des Kitsches in der Gegenwartsliteratur im Moment überhaupt. Darunter habe ich auch gelitten. Gut. Da haben Sie recht. Einmal sind wir uns einig. Ja, da sind wir uns einig. Aber ich glaube dennoch an diesen Autor. Wir wollen uns nicht wiederholen. Freunde, wir müssen bald Schluss machen. Aber jetzt wollen wir jeder zum Abschluss ein Buch empfehlen, das wir den Lesern jetzt empfehlen können. Machen wir am besten in alphabetischer Reihenfolge. Herr Karasek, eine Empfehlung. Also ich möchte empfehlen von Gary Taylor, Shakespeare, wie er uns gefällt, Geschichte einer Ausplünderung. Das ist der englische Herausgeber der Oxford Shakespeare-Ausgabe. Und er hat uns nicht die hundertste oder zehntausendste neue Interpretation von Shakespeare und seinen Stücken geliefert, sondern hat mit ungeheurer Sachkenntnis und Akribie geschildert, wie sich jede Zeit seit Shakespeare und schon zu Shakespeares Zeiten ihren eigenen Shakespeare bastelt. Danke. Ich möchte empfehlen von Ruth Klüger das Buch Weiterleben eine Jugend, in einem kleinen Göttinger Verlag erschienen, Wallstein Verlag. Die Ruth Klüger ist Österreicherin und war als Kind im KZ und hat Auschwitz überlebt, lebt jetzt in Amerika. Es ist eine Autobiografie und es ist weit mehr als ein Holocaust-Roman. Es ist ein ganz großes Stück dokumentarischer Literatur. Ich möchte empfehlen Ernst Herbeck, Im Herbst, da reiht der Feenwind. Das sind gesammelte Texte von einem schizophrenen Dichter, der im Künstlerhaus Gugging gelebt hat, da letztes Jahr gestorben ist. Das sind die schönsten Gedichte, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ganz einfache Gedichte, reine Gedichte, ganz unverstellt. Er wusste nicht, was er machte, aber es war wunderbar. Tja, und ich empfehle auch ein Gedichtband. Und wenn mich jemand fragt, wer ist denn die beste deutsche Dichterin heute, nenne ich ohne zu zögern Sarah Kirsch. Und ich empfehle ihren letzten Band, Erlkönigstochter, Naturgedichte über die Natur in einer Zeit, in der sie unterzugehen scheint. Ja, und wieder einmal sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Dass es da schon alles besser ist, von Goethe ganz zu schweigen. Und ich finde etwas, also wirklich an den Haaren herbeigezogen, warum muss es Goethe und Desart sein? Das hat, glaube ich, einen Grund. Ja, es gibt einen moralischen Grund. Er wirft Goethe vor, dass er sich eigentlich hätte theoretisch für Desart einsetzen müssen. Und der zweite Grund ist der, dass Goethe ein Augenmensch ist, dem alles zum Bild und zur Theorie wird und dem nichts nahe geht, der alles durch einen Schirm sozusagen abbildet, wie sein berühmtes optisches Modell. Aber beide sind auf der Suche nach der Schönheit. Das wird, glaube ich, ziemlich, dies zumindest wird deutlich. Der eine will Schönheit durch die Zerstörung, durch die Destruktion. Und der andere will sie durch das klassische Formideal, durch das Formideal, durch das sich versagen. Zwingen in ein Bild und in eine Abbildung. Diese beiden Schönheitsideale, die sollen gegeneinander gehen. Aber es wäre ebenso, also ich hätte mich auch nicht geärgert, wenn er statt Desart Dostoevsky und statt Goethe Keen genommen hätte. Aber vielleicht sollten wir noch einmal auf den Titel zurückkommen. Das Ding heißt Das Gefängnis der Wünsche.
Und in Wirklichkeit gibt es ja nur einen Ort, wo dieser Roman spielt. Im und Körper. Das ist der Kopf des Autors. Ja, im und zwar nicht im Körper, sondern eigentlich im Kopf. Denn auch das, was an sexuellen Exzessen vorkommt, ist ja eigentlich ausgedacht. Das sind Wunschmaschinen, masochistische Wunschmaschinen, die aber rein aus dem Gefängnis des Kopfes kommen. Frau Löffler, und die Obsessionen. Machen Sie unseren Zuschauern nicht zu viel Appetit. Sie werden alle enttäuscht sein, wenn Sie das Ja, Buch ich sehen. Weiß es nicht. Ja. Ich als Frau habe keine Möglichkeit, je in eine gay Sauna zu kommen. Mhm. Aber da wird eine Apollo Szene mal City bestimmt. Sauna heißt Apollo auch City noch, Sauna, Berlin. Ja. Ich auf die Weise bin ich mal an der Hand des aber Autors eine mit hineingekommen. Szene. Eine Sie grauenhafte sind nicht wirklich Szene. Reingekommen. Ja, ja, doch. Ich war ja. da auch nicht drin, ich weiß es doch, nicht. Doch, bin da schon reingekommen. Gut, also eure autobiografischen Bekenntnisse wollen wir mal ein bisschen aussparen. Ich bin in einer merkwürdigen Situation. Wenn ich höre, mit welchem Respekt Frau Löffler über dieses Buch spricht, bin ich vollkommen überzeugt, Sie haben recht. Dann höre ich, wie der Karasek das beanstandet und ich denke mir, er hat recht. Und was Frau Radisch gesagt hat, war erst recht richtig. Recht. Alles ist richtig. Das ist postmoderne Kritik übrigens. Bitte? Das ist postmoderne Kritik, ja, was Sie sagen. Ja, gut. Wenn alle recht haben. Ja, nein. Ich glaube, hier ist ein sehr schwieriger Fall. Ich habe vorher ein Buch gelobt von dem Barnes, das literarisch nicht bedeutend, aber mir inhaltlich vom Stoff her wichtig, aktuell zu sein scheint und außerdem das für mich gar nicht langweilig war und man es neu enthielt. Hier bin ich in der schlimmen Lage, über ein Buch sprechen zu müssen, das ich offen gesagt nicht verstanden habe. Vieles in diesem Buch ist mir vollkommen unklar. Vielleicht haben Sie auch die Schwierigkeiten, überhaupt nicht besprochen wurde und ich hoffe, dass es noch zu einem Bestseller werden wird. Nur, das Erste, was man sagen muss, womit man beginnen muss, dies ist kein Kunstwerk. Das ist kein Kunstwerk überhaupt. Wer schöne große Literatur sucht, davon ist hier keine Rede. Das ist ein rein politischer Roman, der ganz bestimmte Dinge beabsichtigt. Und es hat keinen Sinn, einen Roman aus den 30er Jahren von Arthur Köstler zu beurteilen, ob da Annäherungen an die Kolportage enthalten sind oder nicht. Ja, sie sind enthalten, aber sie waren unerhört wichtig, die Köstler-Romane. Das ist etwa, ich will nicht ganz sagen, das Niveau von Heine und von Köstler, aber das ist die Richtung. Dies ist endlich mal ein Roman über ein Thema, das sie alle nicht behandeln konnten. Hertha Müller hat es nie behandelt. Sie hat gezeigt, was mit dem Lande, wie es das Dorf aussah in jener Zeit, in Rumänien und so weiter. Hier wird eine Frage gestellt. Was waren das für Menschen, die diesen Staaten beherrscht haben? Natürlich ist diese bulgarische Parabel genauso anwendbar auf die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und dergleichen. Was waren das für Menschen? Die Frage, die Maron in ihrem Roman auf andere Weise hinsichtlich der DDR gestellt hat. Leute, die einst hochanständige Kämpfer gegen den Faschismus oder Nationalsozialismus waren und aus denen dies geworden ist. Die Verbrechen der schlimmsten Art begangen. Also nicht mit Ihren eigenen Worten. Ja. Ich habe nichts erfahren, was ich über dies nicht schon längst gewusst hätte. Ja, das hätte. Ist und der Unterschied nicht, zwischen uns beiden. Ja, ich habe sehr viel erfahren. Ich habe nämlich alles in Zeitungen schon gelesen. Nein, alles in Zeitungen. Ich habe endlich etwas erfahren. Nämlich die Figuren in dem Buch von Barnes, das keinen künstlerischen Anspruch hat, sind zunächst mal intelligente Menschen. Ja. Schon mal. Also das möchte ich mal bezweifeln, schon beim Angeklagten. Nein. Ein Angeklagter, dessen politische Analyse und sich mehrfach in dem einen Satz. Reduziert, alles ist im Arsch. Ja. Also bitte, ich glaube nicht, dass der Mann sich 30 oder 35 Jahre an der Macht gehalten hätte, wenn das die Qualität seiner politischen Analysen gewesen wäre. Er war Juror. Es ist nun mal König sehr Uro. Ordinär, manches in dem Buch. Ach, das Ordinäre ist nicht Nicht die Literatur ist ordinär, das Leben war dort und ist noch dort zum großen Teil ordinär. Tut mir leid. Also Nein, man kann doch ein politisches Buch nicht schreiben, mit dem die schärfste Argumentation ist,
es wird dem Diktator Wohlleben vorgeworfen. Und dann sagt er zu dem jungen Staatsanwalt, und du warst auch mal in Italien und hast dir einen Anzug mitgebracht. Immer auf diesem Niveau bewegt sich die Diskussion. Karasek, so kann man, ja, so können Sie erzählen, der Faust, da wird ein Mädchen verführt und stimmt, geschwängert. Stimmt, so hat Nietzsche es ja, auch ja, beschrieben. Ja, 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 ja. Habens, diese Bildung habe ich, wird darüber nicht verfügt. Aha. Und das tut Monikova auch nicht. Ja, Frage, sie Frage. Hat keine. Vielleicht werden die eingesetzt, diese Bildungselemente, auf einem anderen Grund. Weil der Autor nicht viel zu sagen hat, behilft er sich in der Weltliteratur und nimmt das eine oder andere so was soll's geben, und ja. verpflanzt es. Zu so einem also, Buch kommen wir noch, glaube ich. Ja, Augenblick mal. Also postmodern. Glaube ich nicht. Ja, ja, lassen wir mal die beiden Bücher noch weg. Wir haben noch Zeit. Also mit der einigen könnt ihr euch nicht, ob das ein postmoderner Roman ist. Ich sag nein. Und ich würde gerne meine Begründung noch sagen. Ja, weil sie nämlich über diese Geschichten, über diese vielen historischen, filmologischen, was auch alles Zitate, nicht verfügt. Das ist kein Wissen, was sie hat, sondern es ist fast ein etwas, ja, ich hilflos, das Wort habe ich schon mal gesagt, die beiden sind ja auch Clowns, die sich wie Bälle ihre Geschichten an den Kopf schmeißen, die wirklich damit aus, die eine Leidenschaft haben, die das ausprobieren, die Geschichten ausprobieren, wie man Kostüme ausprobiert, aus dieser nationalen Wunde heraus, die sie nun einmal haben. Und deswegen ist es nicht beliebig, es ist nicht austauschbar und sie verfügt nicht darüber. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also ich finde, das ist natürlich ein Streit um des Kaisers Bart, ob er postmodern ist oder nicht. Eins ist sicher, für mich ist schlecht, der Roman. Ich werde mich da auf diese postmoderne Theorie von bisher beide Damen haben mir noch nicht erklären können, was postmodern ist. Postmodern ist, wenn ein Schriftsteller Bildungselemente stark verwendet und als gleichwertige integriert. Ja, so etwas. Ja? Na, also die Definition überzeugt mich nicht im geringsten. Sagen Sie mal. Sie könnten es doch von der Architektur mal auf die Literatur zu übertragen versuchen, dann haben Sie dieselben Sachen. Dann wenn Sie jetzt nur vergessen, dass... In der Architektur ist das Hauptkennzeichen der Postmoderne die aggressive Geschmacklosigkeit. Also ist das Nein, Postmoderne... Nein, auch die freie Verfügbarkeit, dass man keinen Stil mehr hat, aber über die vorhandenen Stile wie über einen Fundus verfügen kann. Ja, jetzt eine Frage. Auch wenn sie scheinbar nicht zusammenpassen. Die Idee, womit ja die Ouvertüre, das große Vorspiel gefüllt ist im Roman, der Libuscha Grönland. Finden Sie das sinnvoll? Ja, absolut. Ja? Ja, Sie haben doch, ich habe im Profil Ihren schönen Artikel gelesen, in dem Sie statt über das Buch der Monikova zu schreiben, nur am Ende etwas, ja sehr gut. Über die Arktis. Ja. Über die Arktis, dass nun jeder zweite Roman je die Arktis verwendet als Metapher. Ja, ist kalt, Eis, Einsamkeit, Ferne und so, das ist so eine Metapher. Und Zerstörung von Natur haben Sie noch vergessen. Ist das nicht ein bisschen sehr billig, diese Metapher? Nein, das finde ich gar nicht. Ich halte es für keinen Zufall, dass so viele Romane heutzutage in der Arktis spielen. Ja. Das fängt beim Christoph Ranzmeier an, Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Es gibt diesen schönen Roman von Michael Köhlmeier, der in Grönland spielt. Ich halte es für keinen Zufall. Aber warum? Warum ja, es sehr ist auch viele... schon eine schöne... Interessantes zu sagen. Auch in diesem Buch gibt es Abschnitte, also ich denke, dass dieser Roman schon mehr als begabt ist und sicher der begabteste von allen Büchern, die wir heute vorgestellt haben. Ich dieser, fall ja. vom Sessel. Ja. Ja, nein, vorher, Herr Karasek, das sind Sie mir aber auf den Leim gekommen. Nein, überhaupt nicht. Also, wir wollen nicht streiten über den... Doch. Ne? Nein, wir können nicht die Zeit... Die Zeit set fugit interia, flieht inzwischen die Zeit. So einfach ist das nicht. Also, vielleicht brauchen wir uns nicht zu einigen, dass hier eine Nähe ist. Ich würde nicht sagen Kunstgewerbe, Kunsthandwerk haben Sie gesagt, aber etwas in diese Richtung geht schon, das Buch. Stilübung, das ist eine Stilübung? Ja, ein feines Wort, ein großes Übungsstück, großartig, aber der kann schon was, schon jetzt. Und wenn er nach diesem ersten noch einen zweiten schreibt, wer weiß, vielleicht wird er uns noch einen dollen Roman liefern. Es ist vor allem... eine Kenntnis, guck mal, was er an Stimmungen erzeugen kann, wie er die beschreibt, wie er die Figuren, wie er die Erotik, die Geschichte, dann diese Geschichte mit dem Mädchen, das so betrogen wird, dass sich ausziehen muss, diese Striptease-Szene. Das ist die Beleuchtung, die romantische Beleuchtung, er hat den Mondenglanz, wie bei Heine, der ist von oben, wird das alles vom Mond beleuchtet. Ja, aber nein, geschrieben ist da manches schon sehr gut.
Wir haben noch völlig vergessen, dass er ja auch noch dem Christuskindlern in der Kirche begegnet. Das ist wirklich der Höhepunkt des Kitsches in der Gegenwartsliteratur im Moment überhaupt. Darunter habe ich auch gelitten. Gut. Da haben Sie recht. Einmal sind wir uns einig. Ja, da sind wir uns einig. Aber ich glaube dennoch an diesen Autor. Wir wollen uns nicht wiederholen. Freunde, wir müssen bald Schluss machen. Aber jetzt wollen wir jeder zum Abschluss ein Buch empfehlen, das wir den Lesern jetzt empfehlen können. Machen wir am besten in alphabetischer Reihenfolge. Herr Karasek, eine Empfehlung. Also ich möchte empfehlen von Gary Taylor, Shakespeare, wie er uns gefällt, Geschichte einer Ausplünderung. Das ist der englische Herausgeber der Oxford Shakespeare-Ausgabe. Und er hat uns nicht die hundertste oder zehntausendste neue Interpretation von Shakespeare und seinen Stücken geliefert, sondern hat mit ungeheurer Sachkenntnis und Akribie geschildert, wie sich jede Zeit seit Shakespeare und schon zu Shakespeares Zeiten ihren eigenen Shakespeare bastelt. Danke. Ich möchte empfehlen von Ruth Klüger das Buch Weiterleben eine Jugend, in einem kleinen Göttinger Verlag erschienen, Wallstein Verlag. Die Ruth Klüger ist Österreicherin und war als Kind im KZ und hat Auschwitz überlebt, lebt jetzt in Amerika. Es ist eine Autobiografie und es ist weit mehr als ein Holocaust-Roman. Er hat Ihnen gesagt, es ist nicht mehr viel Öl drin in einer eiskalten Nacht und er geht weg und Sie erfrieren. Die kommt schon in Ihren frühen Erzählungen. Sie hat sich selber auch noch geplündert bei den besten Stellen. Ja. Also sie musste diesen Roman sogar noch auffüllen. Die Stellen, die gut sind, die waren schon früher Das ist aber ein sehr schönes Bild. Ich habe nichts dagegen, dass die Bilder sich wiederholen. Haben ja andere Schriftsteller auch getan. Ich möchte nur eins sagen. Diese Hertha Müller hat in schönem, klarem Deutsch ernste Bücher geschrieben. Und sie hat jetzt ein Buch in schrecklichen Deutsch mit poetischen, schiefen Bildern und zwar auf jeder Seite, auf jeder Geschichte. Sagen Sie mal eins, wissen Aber Sie ich eins? Denke nicht so, ein, daran. So eine Behauptung darf man nicht ohne Beweis in die Welt setzen. Das können wir. Es ist ganz schrecklich, was sie tut. Und sie gibt diese kurzen Abläufe. Ist ja ihr Recht, warum nicht? Meiner Ansicht nach ergeben sie nichts. Vor allem nicht im Vergleich mit ihren früheren Büchern. Aber wir müssen uns in Sachen Hertha Müller, von der ich in diesem Buch über den kommunistischen Staat nichts erfahren habe, was ich nicht gewusst hätte. Sie wissen wahrscheinlich viel darüber. Sie wissen sehr viel darüber, aber nicht alle wissen so viel. Aber ich habe aus manchen Büchern doch was Neues auch über den kommunistischen Staat erfahren. Also, da haben wir den Engländer Julian Barnes. Ach, die Hertha Müller schon erledigt. Ja, nein, ich glaube, wir müssen nochmal. So, ja, ja. Wir müssen weitergehen. Das Leben ist kurz. Sagen Sie, was in dem Barnes drin steht. Also, der Barnes ist auch ein Roman über den. Ich möchte übrigens in einen winzigen Punkt noch. Ich glaube, die Hertha Müller lässt sich nicht übertragen auf andere Staaten. Sie ist sehr konkret auf Rumänien geschrieben, während der Barnes, der scheinbar über Bulgarien geschrieben ist, als Parabel sich eignet. Es ist eine Geschichte, wenn Honecker jetzt in den Nachrichtensendungen auftaucht, dann fühle ich mich an diesen Roman erinnert. Es ist nämlich ein Prozess gegen einen gestürzten Diktator in einem kommunistischen Land und handelt von dem Zwiekampf zwischen dem Generalstaatsanwalt, dem neuen Generalstaatsanwalt und dem gestürzten Diktator und der Unmöglichkeit, Recht zu sprechen über eine solche vergangene Diktatur, weil in dem Moment, wo man etwas findet, was greift, spricht man vielleicht schon wieder Unrecht, weil man sich auf eine Lüge aus den Stasi-Akten da bezieht. Es ist also ein Roman über einen Prozess und ich finde, er zeigt, wie schwierig es ist, einen solchen juristische Abrechnung mit einer kommunistischen Vergangenheit zu veranstalten. Herr Karasek, Sie sagten, es könnte überall spielen. Ich glaube, Ostblock. Ja, ja. Aber der Julian Barnes hat nun wirklich ganz genau ein konkretes Modell genommen, nämlich den Schiffkopf-Prozess, und zwar bis ins Detail. Ja, ja. Er hat den, also so viel ich weiß von ihm, auch verfolgt, hat ihn in den Zeitungen verfolgt und hat ihn also wirklich bis in den Detail. Nur im Unterschied zu Müller hat er. Ich lese in diesem Buch, in dem ersten Teil, sehr viel Informationen über Grönland. Ja. Über die Kultur der Grönländer, über ihre Auffassung, Art, das Leben zu reagieren und so weiter. Und mein Problem ist folgendes, ich gebe es offen zu. Erstens, mich interessiert Grönland nicht. Sachsen interessiert mich mehr. Oder die Provence. Grönland interessiert mich überhaupt nicht. Aber
Ich kann mir Leser vorstellen, das ist legitim, die sich für Grönland interessieren. Jedoch, man liest das und weiß nicht, stimmt das, was die schreibt? Vielleicht sind das mit poetische... Das ja, aber sind Erfindungen vielleicht, das würde nicht gegen sie sprechen. Also, das sind Anekdoten. Aber vielleicht würde sie ein Buch interessieren, wo es einen Perser nach Sachsen oder einen Eskimo nach Sachsen oder einen Sachsen unter die Eskimos verschlagen hat, nämlich als umgekehrt, als umgekehrt, so wie Josef Roth es im Radetzky gemacht hat, im Radetzky-Marsch. Da kommt einer aus Persien, aber nach Wien. Ja, gut. Und das Buch spielt in Wien, nicht in Teheran. Aber man könnte, man könnte doch sich auch vorstellen, dass man eine Fremde dadurch schildert, dass man einen sehr gebildeten Englischlehrer wirklich an die abstruseste Weltentfernung setzt, dort, wo er mit seinem Wissen an sich nichts, aber er möchte es trotzdem vermitteln. Und das finde ich einen ganz schönen Einfall. Denken Sie doch an einen anderen Roman, den Stan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit. Richtig, ja. Das ist auch ein Buch, das ins Eis führt. Ja. Und an einem historischen Modell, nämlich an der gescheiterten Ost-West-Passage Entdeckungsfahrt des John Franklin. Es geht in Wirklichkeit natürlich auch gar nicht so sehr um den Franklin, obwohl wahrscheinlich die historischen Details sehr genau rekonstruiert sind. Aber es geht um die große Metapher. Aber wir machen jetzt ein zu großes Buch aus dem. Ich denke wirklich, die Absicht ist besser. Und Marcel Reichwanitzki hat schon etwas recht, dass es nicht so, so durchgehend geglückt ist. Es nicht. Sie machen Fortschritte. Aber ich würde eins. Ich bin ja schon glücklich. Eins würde ich gerne noch zu dieser Grönland-Sache. Sie gibt, also die Autorin selber gibt eine Erklärung dafür. Sie sagt, auf Grönland ist den Leuten alles fremd. Da gibt es amerikanische Raketenbasen. Warum sollen die den Eskimos näher stehen als das elisabethanische Theater? Und in der Tat, ich finde, das zeigt auch, dass Kultur eigentlich überhaupt keinen Ort hat. Also entschuldigen Sie mal, dass amerikanische Raketen und Shakespeares Dramen. Also wissen Sie, wenn einer Heringe mit Himbeersaft vergleicht, hat es keinen Sinn. Beides hat mit Grönland nichts zu tun. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. So ja? Über die Jahrhunderte weg Raketen mit Dramen. Kulturentfernung oder Zivilisationsentfernung wird dadurch schon... Aber Also wissen Sie, eine Frage nur noch, bevor wir das Thema abbrechen. Kommt eigentlich Grönland, das Grönland-Motiv, später in dem Roman noch vor? Ja, zum Schluss. Ganz am Schluss. Es ist ein bisschen nämlich mit diesem Motiv. Prandtl erzählt seitenweise über Grönland. Er erzählt ihr von seinem Leben dort. Eben. Aber ich denke nicht daran. So eine Behauptung darf man nicht ohne Beweis in die Welt setzen. Das können wir nicht. Es ist ganz schrecklich, was sie tut. Und sie gibt diese kurzen Abläufe. Ist ja ihr Recht, warum nicht? Meiner Ansicht nach ergeben sie nichts, vor allem nicht im Vergleich mit ihren früheren Büchern. Aber wir müssen uns in Sachen Hertha Müller, von der ich in diesem Buch über den kommunistischen Staat nichts erfahren habe, was ich nicht gewusst hätte. Ja, gut, wir sie bleiben wissen wahrscheinlich viel darüber. Sie wissen sehr viel darüber, aber nicht alle wissen so viel. Aber ich habe aus manchen Büchern doch was Neues auch über den kommunistischen Staat erfahren. Also, da haben wir den Engländer Julian Barnes. Ach, die Hertha Müller schon erledigt. Ja, nein, ich glaube, wir müssen noch mal. Ach so, gut. Ja. Wir müssen weitergehen, das Leben ist kurz. Sagen Sie, was in dem Barnes drin steht. Also, der Barnes ist auch ein Roman über den, ich möchte übrigens in einen winzigen Punkt noch, ich glaube, die Hertha Müller lässt sich nicht übertragen auf andere Staaten. Sie ist sehr konkret auf Rumänien geschrieben, während der Barnes, der scheinbar über Bulgarien geschrieben ist, als Parabel sich eignet. Es ist eine Geschichte, wenn Honecker jetzt in den Nachrichtensendungen auftaucht, dann fühle ich mich an diesen Roman erinnert. Es ist nämlich ein Prozess gegen einen gestürzten Diktator in einem kommunistischen Land und handelt von dem Zwiekampf zwischen dem Generalstaatsanwalt, dem neuen Generalstaatsanwalt und dem gestürzten Diktator und der Unmöglichkeit, Recht zu sprechen über eine solche vergangene Diktatur, weil in dem Moment, wo man etwas findet, was greift, spricht man vielleicht schon wieder Unrecht, weil man sich auf eine Lüge aus den Stasi-Akten da bezieht. Es ist also ein Roman über einen Prozess und ich finde, er zeigt, wie schwierig es ist, einen solchen juristische Abrechnung mit einer kommunistischen Vergangenheit zu veranstalten. Herr Karasek, Sie sagten, es könnte überall spielen. Ich glaube, im Ostblock. Ja, aber der Julian Barnes hat nun wirklich ganz genau ein konkretes Modell genommen, Schiffkopf. Nämlich den Schiffkopf-Prozess, und zwar bis ins Detail. Ja, ja. Er hat den, also so viel ich weiß, von ihm auch verfolgt, hat ihn in den Zeitungen verfolgt und hat ihn also wirklich bis in den Detail genommen. Nur im Unterschied zu Müller hat er ihn entnahmt, wenn ich das so sagen darf. Er hat ihn
abstrahiert, während bei der Müller wird ja noch konkret. Das ist der Einfluss der Hertha Müller, dass Sie entnahmt sagen. So sind die Verben in dem Buch der Hertha Müller. Die wollten ein Beispiel haben. Nein, das kann man so nicht stehen lassen. Er hat nur den Diktator, also Schiwkow nennt er nicht Schiwkow, aber alle anderen Politiker treten tatsächlich unter ihren eigenen Namen auf. Aber Schiwkow wird nicht genannt. Nur Schiwkow wird nicht genannt, alle anderen werden genannt. Ja, wir waren bei Julian Barnes. Ja, ich glaube, man muss dieses Buch wirklich vielleicht im Vergleich mit der Hertha Müller sehen. Und im Vergleich mit der Hertha Müller glaube ich, dass der Julian Barnes nicht... So eine Behauptung darf man nicht ohne Beweis in die Welt setzen. Das können wir. Es ist ganz schrecklich, was sie tut. Und sie gibt diese kurzen Abläufe. Ist ja ihr Recht, warum nicht? Meiner Ansicht nach ergeben sie nichts. Vor allem nicht im Vergleich mit ihren früheren Büchern. Aber wir müssen uns in Sachen Hertha Müller, von der ich in diesem Buch über den kommunistischen Staat nichts erfahren habe, was ich nicht gewusst hätte. Sie wissen wahrscheinlich viel darüber. Sie wissen sehr viel darüber, aber nicht alle wissen so viel. Aber ich habe aus manchen Büchern doch was Neues auch über den kommunistischen Staat erfahren. Also, da haben wir den Engländer Julian Barnes. Ach, die Hertha Müller schon erledigt. Ja, nein, ich glaube, wir müssen nochmal. So, wir müssen weitergehen. Das Leben ist kurz. Sagen Sie, was in dem Barnes drin steht. Also der Barnes ist auch ein Roman über den. Ich möchte übrigens in einen winzigen Punkt noch. Ich glaube, die Hertha Müller lässt sich nicht übertragen auf andere Staaten. Sie ist sehr konkret auf Rumänien geschrieben, während der Barnes, der scheinbar über Bulgarien geschrieben ist, als Parabel sich eignet. Es ist eine Geschichte, wenn Honecker jetzt in den Nachrichtensendungen auftaucht, dann fühle ich mich an diesen Roman erinnert. Es ist nämlich ein Prozess gegen einen gestürzten Diktator in einem kommunistischen Land und handelt von dem Zwiekampf zwischen dem Generalstaatsanwalt, dem neuen Generalstaatsanwalt und dem gestürzten Diktator und der Unmöglichkeit, Recht zu sprechen über eine solche vergangene Diktatur, weil in dem Moment, wo man etwas findet, was greift, spricht man vielleicht schon wieder Unrecht, weil man sich auf eine Lüge aus den Stasi-Akten da bezieht. Es ist also ein Roman über einen Prozess und ich finde, er zeigt, wie schwierig es ist, einen solchen juristische Abrechnung mit einer kommunistischen Vergangenheit zu veranstalten. Herr Karasek, Sie sagten, es könnte überall spielen. Ich glaube, Ostblock. Aber der Julian Barnes hat nun wirklich ganz genau ein konkretes Modell genommen, nämlich den Schiwkow-Prozess, und zwar bis ins Detail. Ja, ja. Er hat den, also so viel ich weiß von ihm, auch verfolgt, hat ihn in den Zeitungen verfolgt und hat ihn also wirklich bis in den Detail genommen. Nur im Unterschied zur Müller hat er ihn entnahmt, wenn ich das so sagen darf. Er hat ihn abstrahiert, während bei der Müller wird ja noch konkret... Ist der Einfluss der Hertha Müller, dass Sie entnahmt sagen. So sind die Verben in dem Buch der Hertha Müller. Die wollten ein Beispiel haben. Herr Karsinger, das kann man so nicht stehen lassen. Er hat nur den Diktator, also Schiwkow nennt er nicht Schiwkow, aber alle anderen Politiker treten tatsächlich unter ihren eigenen Namen auf. Aber Schiwkow wird nicht genannt. Nur Schiwkow wird nicht genannt, alle anderen werden genannt. Ja, wir waren bei Julian Barnes. Ja, ich glaube, man muss dieses Buch wirklich vielleicht im Vergleich mit der Hertha Müller sehen. Und im Vergleich mit der Hertha Müller glaube ich, dass der Julian Barnes nicht gut abschneidet. Zeigt, wie schwierig es ist, einen solchen juristische Abrechnung mit einer kommunistischen Vergangenheit zu veranstalten. Herr Karasek, Sie sagten, es könnte überall spielen. Ich glaube, Ostblock. Ja, aber der Julian Barnes hat nun wirklich ganz genau ein konkretes Modell genommen, nämlich den Schiwkow-Prozess, und zwar bis ins Detail. Ja, ja. Er hat den, also so viel ich weiß, von ihm auch verfolgt, hat ihn in den Zeitungen verfolgt und hat ihn also wirklich bis in den Detail genommen. Nur im Unterschied zur Müller hat er ihn entnahmt, wenn ich das so sagen darf. Er hat ihn abstrahiert, während bei der Müller wird ja noch konkret... Ist der Einfluss der Hertha Müller, dass Sie entnahmt sagen. So sind die Verben in dem Buch der Hertha Müller. Die wollten ein Beispiel haben. Herr Karsinger, das kann man so nicht stehen lassen. Er hat nur den Diktator, also Schiwkow nennt er nicht Schiwkow, aber alle anderen Politiker treten tatsächlich unter ihren eigenen Namen auf. Aber Schiwkow wird nicht genannt. Nur Schiwkow wird nicht genannt, alle anderen werden genannt. Ja, wir waren bei Julian Barnes.
Ja, ja, ich habe, ich glaube, man muss dieses Buch wirklich im, vielleicht im Vergleich mit der Hertha Müller sehen. Und im Vergleich mit der Hertha Müller glaube ich, dass der Julian Barnes nicht gut abschneidet. Ja, bitte, bitte, sag richtig. Ich glaube, dass es von der Methode her ein Kolportage-Roman ist. Ja. Absolute politische Kolportage, was in England viel weniger ein Schimpfwort ist als bei uns. Ja. Aber wenn man es wirklich vergleicht mit dem literarischen Anspruch, glaube ich, bleibt er sehr an der Oberfläche, was auch nicht anders sein kann. Er hat mal eine Lesereise dorthin gemacht, hat mit ein paar Leuten geredet und das andere weiß er aus Zeitungen und so liest sich's dann auch. Und ich glaube, das Schlimmste daran ist, das sind die Momente, wo er versucht, die Gedanken des Angeklagten, also des Diktators, wiederzugeben. Und das ist nun wirklich in einer jämmerlichen Sprache, dass man sich wirklich schämt. Ist der Autor schuld oder die Übersetzer? Die Übersetzung ist nicht sehr gut, aber ich fürchte, im Original ist es auch nicht viel substanzieller. Was meinen Sie zu dem Buch? Ja, ich finde, man kriegt natürlich eine ganze Menge über die Schwierigkeiten eines solchen Prozesses mit. Das gilt selbstverständlich auch für den Honecker-Prozess. Kann man die Schuld isolieren aus dem historischen Gesamtzusammenhang? Kann man natürlich nicht und so weiter. All das, finde ich, kann man eigentlich aber auch sehr schön in einer Reportage, in einem Zeitungsartikel nachlesen. Ich frage mich, wozu brauchen wir da eine Erzählung, wozu brauchen wir Literatur? Richtige und ich glaube, dass ein großes Problem dieser Erzählung, sagen wir, ist die Perspektive. Und die Perspektive ist eine sehr distanzierte. Wir haben ja schon gesagt, er ist da kurz mal hingefahren, der hat sich das angeguckt. Er schreibt aus der Perspektive der Macht, würde ich sogar sagen. Es ist eine Perspektive... Er schreibt aus zwei Perspektiven. Wollte ich gerade sagen, Männer machen Geschichte. Der Mann, der die Geschichte gemacht hat, der ehemalige Generalsekretär und dann natürlich der Generalstaatsanwalt, der die Geschichte jetzt macht. Die beiden setzen sich auseinander, die diskutieren. Wie lange war er in Italien? Ja. Er ist einmal mit einer Handelsdelegation hingeschickt worden Besuch und hat sich einen Anzug gekauft. Das Wesentliche in dem Buch ist, dass Leute ihn, den ehemaligen Oberhaupt des kommunistischen Staates, anklagen, die alle ihre Karriere, ihre Laufbahn nur ihm zu verdanken haben. Mhm. Es gibt keine Ankläger. Sie haben in der DDR was anderes. Und das ist eine Einsicht, andere. Die Sie bisher nicht hatten? Bitte? Ach, das ist eine Fipp. Nein! Ach, wissen Sie, die Romane zeigen meist Dinge, die wir wissen. Die Romane zeigen, ein Junge liebt ein Mädchen und es geht schlecht aber aus. Warum haben Sie es der Hertha Müller vorgeworfen eben? Sie haben eben bei der Hertha Müller gesagt, das Buch sei schlecht, weil Sie nichts erfahren hätten, was Sie nicht schon gewusst hätten. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, was nicht in den früheren Büchern der Hertha Müller besser ausgedrückt wurde. Also ich möchte eins würde ich ganz gerne noch mal sagen. Ich finde, dass man über die wirkliche Not, über das Graue und über die Grausamkeit eines solchen Systems beim Barnes wirklich nichts erfährt. Das sind zwei wohlsituierte Männer und man liest das zurückgelehnt im Kamin, das Kaminfeuer brutzelt, das ist eine angenehme Lektüre. Von dem Schrecken, der in diesen Ländern geherrscht hat, ist auch nicht eine kleine Spur in diesen Sätzen, in dieser Prosa noch zu erfahren. Trotzdem ist das ja keine schlechte Erzählung. Das habe ich auch, würde ich nicht sagen. Aber die Fragestellung, diese Zuspitzung auf die Frage, kann man das strafrechtlich verfolgen, die ist einfach eng und deswegen platt. Es gibt mit dem man sich in Deutschland beschäftigt, klar, das nicht gelöst ist. Sicher, und da, also für dieses Problem leistet dieser Roman ja auch eine ganze Menge. Das glaube ich hier unbestritten. Viel wichtiger ist doch aber, und da gibt es eine ganz schöne Szene, die jungen Leute, die immer den Prozess am Fernseher verfolgen, die sagen, ja, so könnt ihr dem alten Mann ja auch gar nicht kommen. Das finde ich fast das Treffendste in diesem ganzen Stachelschwein. Sie sagen, was ihr nämlich nicht feststellen könnt, ist, wie er alles, was er angefasst hat, korrumpiert hat und auch alles, was wir angefasst haben. Und dass alles, was man selbst getan hat, immer schon falsch war, immer schon unter diesem Zeichen der Bedrohung stand, das drückt Hertha Müller aus und eben nicht Julian Barnes. Ja? Es ist bei Julian Barnes fabelhaft gezeigt, eine Auseinandersetzung mit den Funktionären auf höchster Ebene. Was sie tun, ist sehr schön. Ich verstehe genau, was sie als Kritikerin tun. Das Bild stammt übrigens nicht von mir. Sie nehmen eine Kartoffel, schneiden sie zurecht, bis sie ausschaut wie eine Birne.
Dann beißen Sie rein und sagen, das schmeckt aber nicht nach Birne. Sie machen sich was zurecht aus dem Buch. Ja, alle machen ich möchte etwas erfahren. Ich möchte etwas über diese Länder erfahren. Genau, ja. Und das ich erfahre beim Bahn. Wohl nur zum geringsten Teil selber ausprobieren konnte. Also es geht darum, diese gewissen Exzesse zu beschreiben. Oder es geht um das exzessive Schreiben. Ja. Und dieses exzessive Schreiben versucht dann der Christoph Geiser dann auch in die Gegenwart zu übertragen. Die Geschichte wird dann, geht dann eigentlich ein bisschen von diesen, seinen beiden literarischen Figuren weg, wird dann sehr zeitgenössisch. Er versucht dann über die homosexuellen Rituale und Gewohnheiten im heutigen Leben zu schreiben. Und das, was mir daran gefällt, wenn ich jetzt gleich mal eine Wertung anschließen kann, ist der unglaubliche Mut und das Risiko, mit dem er diese verschiedenen Erzählstränge dann zum Schluss in ein grandioses Finale zu verweben versucht. Ein Finale, wo wirklich alles drinnen ist. Der Masochismus, der Flagellantismus, das KZ, Buchenwald, Goethe, der Marquis Posa, die Homosexualität, die Verfolgung der Homosexuellen. Gleichzeitig aber auch der Versuch zu sagen, dass die Verfolgung der Homosexuellen vielleicht auch diese Bestrafungsfantasien sind, aber gleichzeitig auch Lustfantasien. Also das halte ich für ein unglaubliches Risiko, das alles zusammenzuzwingen in einem Finale, in einem visionären und möglicherweise auch gescheiterten Finale. Aber rein der Mut, es so zu machen, finde ich schon toll. Ja. Also ich finde, dass das Buch wie am Synthesizer geschrieben ist. Deswegen habe ich gesagt, wir kommen noch auf einen postmodernen Roman. Das scheint mir einer zu sein. Das Buch hört nämlich nicht mit dieser, das finde ich in der Tat, wunderbaren Szene auf, die auch ein bisschen an diese kafkaische Strafkolonie erinnert. Da wird das Gesetz plötzlich in die Haut geritzt. Ist wirklich eine schöne Szene. Da hört das Buch nicht auf, sondern es hat leider Gottes noch einen Anhang. Und das sind ungefähr 17 Sekundärwerke, die der Autor für dieses Buch benutzt hat. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich eigentlich immer die Fußnoten vermisst, die unten stehen müssten, wo es dann eben wieder heißt, hier Goethes Farbenlehre. Es kommen übrigens hier absurde die Urpflanze. Fußnoten, nämlich Warenschutzzeichen. Ja, gut, das sind kleine Spielereien, aber für diese synthetische und gänzlich künstliche Machart des Buches, wo man eben merkt, der Autor hat eine Bibliothek geplündert, in dem Fall wirklich, und es kommt alles drin vor. Christo, Kleist, die Urpflanze, die Farbenlehre, also Sartre natürlich, dann diese ganze postmoderne Theorie, diese Entsprechung von Eros und Ästhetik, Lust ist Text, das finde ich alles, das sind so abgegriffene, fast schon klischierte ästhetische Theorien, die er da irgendwie in einen Roman verbeckt. Das finde ich postmodern und eben leer eigentlich. So. Wollen Sie, Herr Karasek, was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, mir ist das Buch schrecklich fremd geblieben. Was mich daran stört, ist, dass es auf der Stelle steht. Es gibt genau drei Bewegungen in dem Buch. Libussa, Grönland. Finden Sie das sinnvoll? Ja, absolut. Ja, Sie haben doch, ich habe im Profil Ihren schönen Artikel gelesen, in dem Sie statt über das Buch der Monikova zu schreiben, nur am Ende etwas, ja sehr gut. Über die Arktis. Ja. Über die Arktis, dass nun jeder zweite Roman je die Arktis verwendet als Metapher. Ja, ist kalt, Eis, Einsamkeit, Ferne und so, das ist so eine Metapher. Zerstörung von Natur haben Sie noch vergessen. Ist das nicht ein bisschen sehr billig, diese Metapher? Nein, das finde ich gar nicht. Ich halte es für keinen Zufall, dass so viele Romane heutzutage in der Arktis spielen. Ja. Das fängt beim Christoph Ransmeier an, Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Es gibt diesen schönen Roman von Michael Köhlmeier, der in Grönland spielt. Ich halte es für keinen Zufall. Aber warum? Schon eine schöne, abstruse Parabel, dass einer versucht, den Eskimos die Vorzüge des elisabethanischen Theaters beizubringen. Das ist doch keine Parabel, sondern Schwachsinn. Und es ist, lieber, ich lese in diesem Buch, in dem ersten Teil, sehr viel Informationen über Grönland. Ja. Über die Kultur der Grönländer, über ihre Auffassung, Art, das Leben zu reagieren und so weiter. Und mein Problem ist folgendes, ich gebe es offen zu. Erstens, mich interessiert Grönland nicht. Sachsen interessiert mich mehr. Oder die Provence. Grönland interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich kann mir Leser vorstellen, das ist legitim, die sich für Grönland interessieren. Jedoch, man liest das und weiß nicht, stimmt das, was die schreibt? Vielleicht sind das mit poetische... Sicherheit. Ja, aber sind das Findungen vielleicht? Das würde nicht gegen sie sprechen. Also, das sind Anekdoten. Aber vielleicht würde sie ein Buch interessieren, wo es einen
Perser nach Sachsen oder ein Eskimo nach Sachsen oder einen Sachsen unter die Eskimos verschlagen hat, nämlich als umgekehrt, so wie Josef Roth es im Radetzky gemacht hat, im Radetzky-Marsch, da kommt einer aus Persien, aber nach Wien. Ja, gut. Und das Buch spielt in Wien, nicht in Teheran. Aber man könnte, man könnte doch sich auch vorstellen, dass man eine Fremde dadurch schildert, dass man einen sehr gebildeten Englischlehrer wirklich an die abstruseste Weltentfernung setzt, dort, wo er mit seinem Wissen an sich nichts, aber er möchte es trotzdem vermitteln. Und das finde ich einen ganz schönen Einfall. Denken Sie doch an einen anderen Roman, den Stan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit. Richtig, ja. Das ist auch ein Buch, das ins Eis führt. Ja. Und an einem historischen Modell, nämlich an der gescheiterten Ost-West-Passage Entdeckungsfahrt des John Franklin. Es geht in Wirklichkeit natürlich auch gar nicht so sehr um den Franklin, obwohl wahrscheinlich die historischen Details sehr genau rekonstruiert sind. Aber es geht um die große Metapher. Aber wir machen jetzt ein zu großes Buch aus dem. Ich denke wirklich, die Absicht ist besser. Und Marcel Reich-Ranitzky hat schon etwas recht, dass es nicht so, so durchgehend geglückt ist. Es nicht. Sie machen Fortschritte. Aber ich würde eins. Ich bin ja schon glücklich. Eins würde ich gerne. Es ist durch die Sprache getragen, die aber leider schlecht und komisch nein, ist. Nein. Das ist eine total polemische Zusammenfassung. Ja. Ich glaube, so geht es nicht. Ja. Ich halte es auch für richtig, dass dieser Roman nicht versucht, psychologisch zu sein. Also zum Beispiel die Psychologismen des Verrats oder der Bespitzelung darzustellen, sondern dass er einfach nur versucht, die Oberfläche darzustellen. Und die Oberfläche wird sehr oft, das ist vielleicht ein bisschen monoton, in diesen reinen, einfachen Hauptsätzen aneinandergereiht. Nachdem es aber eine Gesellschaft ist, in die vollkommen in Monotonie versinkt, eine Mangelgesellschaft, wo von nichts wirklich genug da ist, ist es, glaube ich, vollkommen legitim, dass man diese Oberfläche in dieser monotonen Weise beschreibt, Frau, wie sie es macht. Frau Löffler, es stimmt auch, dass es trotzdem so ist, dass dieser Zustand der Bespitzelung sehr treffend geschildert wird, den kann man auch von der Sprache loslösen. Man kann zum Beispiel schildern, wie dieser Geheimdienstmann jedes Mal die Wohnung betritt und zwei Zeichen hinterlässt. Mhm. Er schneidet dem Fuchs, der da liegt, ein Bein ab und eins nach dem anderen, man rechnet, wann wird der Kopf abgeschnitten, wann wird er zuschlagen. Ja. Und er pinkelt jedes Mal in die Toilette, ohne zu spülen, und wirft da eine Kippe oder irgendwas rein. Und das sind zwei wichtige Zeichen dafür, wie... Aber transportiert er das, was Sie alles gesagt haben, dank der Sprache oder trotz der Sprache? Ich glaube, er bringt dank der Sprache. Nein. Mit großer Präzision und mit einer großen Detailtreue. Ja. Schon allein, dass das ein Land ist, wo es keinen Kaugummi gibt, wo die Leute andauernd Sonnenblumenkerne spucken. Ja, das ist in Osteuropa überall üblich. Ja, das ist aber ich möchte solche genaue Beobachtungen in einem Roman lesen. Sehen Sie, und das liefert die Herzen. Es kommt noch etwas dazu. Die Bedrohung wird nicht nur durch Männer ausgelöst, die Sonnenblumenkerne ins Klo spucken. Diese Bedrohung ist überall. Die ist in der Natur. Die Natur ist eine Waffe. Die Bäume sind Messer. Die ist in den Tieren. Selbst die Tiere bespitzeln die Menschen. Also es ist eine... Expressionismus schon gehabt, wie böse die Bäume sind und die Straßen und die Wege. Hier hat was ganz Wichtiges doch Frau Löffler gesagt. Sie sagen, Sie können da vieles erfahren über die Zustände in Rumänien und so weiter. Darf ich Ihnen etwas anderes empfehlen? Dringend. Über die Zustände in Rumänien, die früheren Bücher von Hertha Müller. Denn Hertha Müller ist eine ernste Schriftstellerin, die gute Sachen geschrieben hat und die sich hier von irgendjemandem, vielleicht von einem bösen Verleger, ich weiß es nicht, verführen ließ, nach einem Film, den sie gemacht hat, nun noch den Roman hinterher zu schreiben. Es gibt dafür übrigens ein schönes Indiz. Ja. Eine der spannendsten Stellen in dem Buch, diese Karte. Schreiben. Und das, was mir daran gefällt, wenn ich jetzt gleich mal eine Wertung anschließen kann, ist der unglaubliche Mut und das Risiko, mit dem er diese verschiedenen Erzählstränge dann zum Schluss in ein grandioses Finale zu verweben versucht. Ein Finale, wo wirklich alles drinnen ist. Der Masochismus, der Flagellantismus, das KZ, Buchenwald,
Goethe, der Marquis Posa, die Homosexualität, die Verfolgung der Homosexuellen. Gleichzeitig aber auch der Versuch zu sagen, dass die Verfolgung der Homosexuellen vielleicht auch diese Bestrafungsfantasien sind, aber gleichzeitig auch Lustfantasien. Also das halte ich für ein unglaubliches Risiko, das alles zusammenzuzwingen in einem Finale, in einem visionären und möglicherweise auch gescheiterten Finale. Aber rein der Mut, es so zu machen, finde ich schon toll. Ja. Also ich finde, dass das Buch wie am Synthesizer geschrieben ist. Deswegen habe ich gesagt, wir kommen noch auf einen postmodernen Roman. Das scheint mir einer zu sein. Das Buch hört nämlich nicht mit dieser, das finde ich in der Tat, wunderbaren Szene auf, die auch ein bisschen an diese kafkaische Strafkolonie ja. Erinnert. Da wird das Gesetz plötzlich in die Haut geritzt. Ist wirklich eine schöne Szene. Da hört das Buch nicht auf, sondern es hat leider Gottes noch einen Anhang. Und das sind ungefähr 17 Sekundärwerke, die der Autor für dieses Buch benutzt hat. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich eigentlich immer die Fußnoten vermisst, die unten stehen müssten, wo es dann eben wieder heißt, hier Goethes Farbenlehre, hier die Urpflanze. Es kommen übrigens absurde Fußnoten, nämlich Warenschutzzeichen. Ja, gut, das sind kleine Spielereien, aber für diese synthetische und gänzlich künstliche Machart des Buches, wo man eben merkt, der Autor hat eine Bibliothek geplündert, in dem Fall wirklich, und es kommt alles drin vor. Christo, Kleist, die Urpflanze, die Farbenlehre, also Saat natürlich, dann diese ganze postmoderne Theorie, diese Entsprechung von Eros und Ästhetik, Lust ist Text, das finde ich alles, das sind so abgegriffene, fast schon klischierte ästhetische Theorien, die er da irgendwie in einen Roman verbeckt. Das finde ich postmodern und eben leer eigentlich. So. Wollen Sie, Herr Karasek, was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, mir ist das Buch schrecklich fremd geblieben. Was mich daran stört, ist, dass es auf der Stelle steht. Es gibt genau drei Bewegungen in dem Buch. Zwei sind aus der Desart-Biografie geklaut oder zitiert, wie man so will. Das eine ist die berühmte Geschichte, warum Desart in Effigie zu Tode verurteilt wurde und nach Italien fliehen musste, weil er nämlich sodomitisch vorgegangen ist im Zeugen. Das zweite ist, warum er das zweite Mal wirklich einen Menschen so bedroht hat, dass der um sein Leben fürchtete, nämlich bei der Osterschändung. Und diese beiden Erzählungen werden mit Goethes Fluchterzählung, das ist die dritte konkrete Erzählung, und an den Stellen denkt man vielleicht... Nur noch, bevor wir das Thema abbrechen, kommt eigentlich Grönland, das Grönland-Motiv, später in dem Roman noch vor? Ja, ganz am Schluss. Ja. Es ist ein bisschen nämlich mit diesem Motiv. Frantl erzählt seitenweise über Grönland. Er erzählt ihr von seinem Leben dort. Eben. Wozu? Wozu macht er die Frau verrückt mit diesen langweiligen Geschichten? Es ist so. Weil Männer immer das erzählen, wo sie herkommen, wo sie arbeiten und was sie erlebt haben. Und was für eine schwere Kindheit sie haben. Dafür erzählt sie eine ganz auch abstruse Geschichte über Japan. Und zwar über Hiroshima. Genau, wie sie aus Versehen nach Japan gekommen ist. Ja. Gut, also es reicht. Christoph Geiser. Da haben wir einen Roman. Jetzt wird der nächste Streit losgehen. Sagen Sie bitte. Ja. Also das ist ein sehr literarisches Buch, ein literarisch anspruchsvolles Buch, das sich sehr viel auf Literatur bezieht. Wenn ich es jetzt so einmal erzähle, wird jeder denken, es ist unmöglich. Das ist es auch. Es wird sozusagen an zwei Antipoden der Literatur, diese beiden Antipoden werden gesehen durch ein homosexuelles Temperament, wenn man es einmal verkürzt sagt. Diese beiden Antipoden der Literatur sind einerseits der Marquis de Sade und andererseits Goethe. Beide ungefähr Zeitgenossen, sonst haben sie, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Was ihnen der Autor vorwirft. Ja, er versucht ja dann auch die Goethe-Biografie ein bisschen umzuschreiben oder mal fiktiv umzuschreiben, zu überlegen, ob nicht vielleicht Goethe auch schwul gewesen sein könnte in seiner Beziehung zu seinem Herzog. Egal. Wir haben da auf der einen Seite. Keine absurde Idee unter uns. Ja. Ich sage ja nicht absurd, ich sage egal. Ja. Der Marquis de Sade interessiert, glaube ich, den Ich-Erzähler, der kein Ich-Erzähler ist, aber ein Ich, das da vielleicht doch dahinter steht, hauptsächlich deshalb, weil, wie wir ja wissen, der hauptsächlich im Gefängnis gesessen ist und das, was er in seinen Büchern geschrieben hat, wohl nur zum geringsten Teil selber ausprobieren konnte. Also es geht darum, diese gewissen Exzesse zu beschreiben, oder es geht um das exzessive Schreiben. Ja. Und dieses exzessive Schreiben versucht dann der Christoph Geiser dann auch in die
Gegenwart zu übertragen. Die Geschichte wird dann, geht dann eigentlich ein bisschen von diesen, seinen beiden literarischen Figuren weg, wird dann sehr zeitgenössisch. Er versucht dann über die homosexuellen Rituale und Gewohnheiten im heutigen Leben zu schreiben. Und das, was mir daran gefällt, wenn ich jetzt gleich mal eine Wertung anschließen kann, ist der unglaubliche Mut und das Risiko, mit dem er diese verschiedenen Erzählstränge dann zum Schluss in ein grandioses Finale zu verweben versucht. Aufgesetzten poetischen Stellen. Ja, das ist so, wie wenn Sie sagen würden, das Parfum ist vorzüglich, aber leider riecht es schlecht. Nein, nein. Denn die Poesie ist da. Die von ihr intendierte, die angestrebte Poesie ist auf jeder Seite. Nein. Sie lässt uns nicht in Ruhe mit ihren poetischen Metaphern. Ich kann nicht ein Buch für gut halten, dessen richtig. Sprache so schlecht ist. Es ist nicht Nein. richtig. Die Warum poetischen Metaphern. Lassen Sie mit Herrn Karasek. Die poetischen Metaphern leiten jeden Abschnitt ein. Und dann lässt sie sich manchmal, Gott sei Dank, von der Wirklichkeit dazu überreden, auf die Poesie zu vergessen. Ja. Gut. Nein, also Einspruch, in mehrfacher Hinsicht. Zum einen muss ich Ihnen ganz scharf widersprechen, dass es eigentlich nur um die Handlung ginge, also um dieses bisschen Liebesgeschichte, dieses bisschen Securitate-Offizier. Diese Handlung gibt es, aber das ist nur... Das habe ich nicht gesagt. Sie haben gesagt, es ist ganz spät, kommt nein, dann mal gesagt, die Handlung. Die Handlung ist das warten. Unwesentlichste. Das, was von dem Film ist, ja. auf diese muss man zu lange warten. Ja. Aber wenn man die Handlung okay. übersieht, die unwichtig ist, dann ist es eine gute Beschreibung. Gut. Also die Handlung ich würde ist aber denken, dann sind wir uns einig. Die Handlung ist sicherlich das Unwichtigste an diesem Buch. Viel wichtiger sind nämlich in der Tat diese komisch-poetische Sprache und ist zum Beispiel auch diese Stirnlocke, die sozusagen in einer Metapher einmal die Atmosphäre der Bedrohung, die in dem ganzen Buch ist. Ja. Das Buch ist eine einzige Erstarrung. Es geht überhaupt nicht darum, dass da irgendwelche Leute bespitzelt werden, sondern es geht um den Zustand der Bespitzelung, den Zustand der Erstarrung in einem Land. Es ist ein merkwürdiges Buch, wie ich sehe. Es ist ein Buch, in dem die Handlung völlig unwichtig und erst am Ende ist. Und davor alles ist durch die Sprache getragen, die aber leider schlecht und komisch nein, ist. Nein, das ist eine total polemische Zusammenfassung. Ja. Ich glaube, so geht es nicht. Ja. Ich halte es auch für richtig, dass dieser Roman nicht versucht, psychologisch zu sein. Also zum Beispiel die Psychologismen des Verrats oder der Bespitzelung darzustellen, sondern dass er einfach nur versucht, die Oberfläche darzustellen. Und die Oberfläche wird sehr oft, das ist vielleicht ein bisschen monoton, in diesen reinen, einfachen Hauptsätzen aneinandergereiht. Nachdem es aber eine Gesellschaft ist, in die vollkommen in Monotonie versinkt, eine Mangelgesellschaft, wo von nichts wirklich genug da ist, ist es, glaube ich, vollkommen legitim, dass man diese Oberfläche in dieser monotonen Weise beschreibt, Frau, wie sie es macht. Frau Löffler, es stimmt auch, dass es trotzdem so ist, dass dieser Zustand der Bespitzelung sehr treffend geschildert wird. Den kann man auch von der Sprache loslösen. Man kann zum Beispiel schildern, wie dieser Geheimdienstmann jedes Mal die Wohnung betritt und zwei Zeichen hinterlässt. Mhm. Er schneidet dem Fuchs, der da liegt, ein Bein ab und eins nach dem anderen, man rechnet, wann wird der Kopf abgeschnitten, wann wird er zuschlagen. Ja. Ehemalige Oberhaupt des kommunistischen Staates anklagen, die alle ihre Karriere, ihre Laufbahn nur ihm zu verdanken haben. Hm. Es gibt keine Ankläger. Sie haben in der DDR was anderes. Und das ist eine Einsicht, andere. Die Sie bisher nicht hatten? Bitte? Ach, das ist eine Nein! Ach, wissen Sie, die Romane zeigen meist Dinge, die wir wissen. Die Romane zeigen, ein Junge liebt ein Mädchen und es geht schlecht Aber aus. Warum haben Sie es der Hertha Müller vorgeworfen eben? Sie haben eben bei der Hertha Müller gesagt, das Buch sei schlecht, weil Sie nichts erfahren hätten, was Sie nicht schon gewusst hätten. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, ich habe gesagt, was nicht in den früheren Büchern der Hertha Müller besser ausgedrückt ist. Also ich möchte eins würde ich ganz gerne noch mal sagen. Ich finde, dass man über die wirkliche Not, über das Graue und über die Grausamkeit eines solchen Systems beim Barnes wirklich nichts erfährt. Das sind zwei wohlsituierte Männer und man liest das zurückgelehnt im Kamin, das Kaminfeuer brutzelt, das ist eine angenehme Lektüre. Von dem Schrecken, der in diesen Ländern geherrscht hat, ist auch nicht eine kleine Spur in diesem
in diesen Sätzen, in dieser Prosa noch zu erfahren. Trotzdem ist das ja keine schlechte Erzählung. Das habe ich auch, würde ich nicht sagen. Aber die Fragestellung, diese Zuspitzung auf die Frage, kann man das strafrechtlich verfolgen, die ist einfach eng und deswegen platt. Es gibt mit dem man sich in Deutschland beschäftigt, klar, das nicht gelöst ist. Sicher, und da, also für dieses Problem leistet dieser Roman ja auch eine ganze Menge. Das glaube ich hier unbestritten. Viel wichtiger ist doch aber, und da gibt es eine ganz schöne Szene, die jungen Leute, die immer den Prozess am Fernseher verfolgen, die sagen, ja, so könnt ihr dem alten Mann ja auch gar nicht kommen. Das finde ich fast das Treffendste in diesem ganzen Stachelschwein. Sie sagen, was ihr nämlich nicht feststellen könnt, ist, wie er alles, was er angefasst hat, korrumpiert hat und auch alles, was wir angefasst haben. Und dass alles, was man selbst getan hat, immer schon falsch war, immer schon unter diesem Zeichen der Bedrohung stand. Es gibt kein richtiges Handeln im falschen Staat. Das drückt Hertha Müller aus und eben nicht Julian Barnes. Ja? Es ist bei Julian Barnes fabelhaft gezeigt, fabelhaft, eine Auseinandersetzung mit den Funktionären auf höchster Ebene. Was sie tun, ist sehr schön. Ich verstehe genau, was sie als Kritikerin tun. Das Bild stammt übrigens nicht von mir. Sie nehmen eine Kartoffel, schneiden sie zurecht, bis sie ausschaut wie eine Birne. Dann beißen sie rein und sagen, das schmeckt aber nicht nach Birne. Sie machen sich was zurecht aus dem Buch. Ich möchte etwas über diese Länder erfahren. Genau, ja. Und das ich erfahre beim Barnes herzlich viel, wenig. Und ich erfahre nichts bei der Müller in ihrem neuen Buch. Das kann man so nicht stehen lassen. Wenn wir wirklich die Situation in Rumänien...